Johanna Böse-Hart hier. Herzlich willkommen. Sie ist vom Bundesverband Deutsche Milchviehhalter, ist selber Milchbäuerin aus Niedersachsen und hat 120 Milchkühe. So, dann rechts außen, nicht ganz rechts außen haben wir die Dolmetscherin. Vielen Dank fürs Übersetzen. Mariam Diallo, Generalsekretärin der Nationalen Vereinigung der Kleinmolkereien Burkina Faso und Präsidentin der Frauenunion von der Vereinigung der Kleinmolkereien in Burkina Faso. Herzlich willkommen. Links neben ihr Professor Dr. Harald Krethe, der, ich habe es gerade schon gesagt, da kam jetzt kurz mein Schwabenherz durch, bis vor kurzem 8 Jahre lang im schönen Stuttgart an der Universität Hohenheim Professor war, 8 Jahre lang für Agrar- und Ernährungspolitik und jetzt seit 2016 Professor für internationalen Agrarhandel und Entwicklung hier in Berlin an der Humboldt-Universität ist. Herzlich willkommen. Mache die Reihe hier gerade mal weiter. Als nächstes kommt Dr. Klaus Seitz von Brot für die Welt, dem evangelischen Entwicklungsdienst. Und Klaus Seitz leitet dort die Abteilung Politik, die sich eben natürlich sehr stark mit allen möglichen Welthandelsfragen und den Auswirkungen auf den Süden beschäftigt. Herzlich willkommen. So, den ganz aufmerksamen Leserinnen und Lesern unseres Programmes ist natürlich jetzt schon aufgefallen, dass oben über unserem Podium hier ein anderer Name erscheint als der, der im Programmheft abgedruckt ist. Gunter Beger vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung war angekündigt, musste aber aus internen Gründen sehr, sehr kurzfristig absagen. Wir sind sehr froh, dass Dr. Olaf Deutschbein vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung eingesprungen ist und hier heute zu uns gefunden hat. Er ist seit 7 Jahren beim BMZ, beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, tätig und seit Sommer leitet er dort das Referat Landwirtschaft, Innovation und Agrarforschung und ist deswegen natürlich nicht neu im Thema, aber in der Abteilung jetzt seit 6 Wochen tatsächlich auch erst tätig, um schon mal die Erwartungen ein bisschen zu senken von meiner Seite. Gunter Beger konnte eben leider heute nicht kommen. Herzlich willkommen und danke, dass Sie eingesprungen sind. So, und last but not least, nicht auf dem Podium, nicht, dass Sie jetzt denken, da ist ein Geisterstuhl, da setze ich mich gleich hin. Last but not least, Sie alle, auch als Expertinnen und Experten hier heute beim Talk mit dabei. Wir haben 2 Formate sozusagen, wie wir Sie und die Gedanken auch des Kongresses mit einbeziehen wollen. Zum einen wird Joyce Möbius nachher wieder hier auf die Bühne kommen und als, wir haben es jetzt mal die Anwältin des Open Space genannt, aus dem Open Space den ein oder anderen Gedanken, der vorher in der Runde, die davor stattgefunden hat, hier mit einbringen, sodass wir auch die, nicht alle Gedanken, Sie sehen, sie stehen ja noch um uns rum hier, die Tafeln, das wäre zu viel, aber doch den ein oder anderen Gedanken, dass der auch noch den Weg hier aufs Podium findet. Und natürlich dann werde ich gegen später, ich hoffe so in einer ungefähr 3/4 Stunde, auch dann das Podium eröffnen, sodass Sie dann auch die ein oder andere Frage werden stellen können. Je nachdem, wie groß der Andrang ist, müssen wir mal schauen, wie wir dann das Fragemanagement betreiben. So viel der einleitenden Worte. Und ich möchte dann auch gleich gerne starten. Und fange bei Ihnen an, Frau Böse-Hart hier. Und denke, es wäre einfach nochmal gut, so fürs Publikum ein bisschen eine Idee zu bekommen. Wie ist denn die Situation der Milchbäuerinnen und Milchbauern in Deutschland momentan? Wie stellt sich da momentan die Lage dar? Die Situation ist schon dramatisch. Seit mehr als 2 Jahren stecken die Milchbauern in einer tiefen, anhaltenden Krise. Bei uns im Norden, also ich komme aus der Region Bremen, also Niedersachsen, haben wir seit 2 Jahren Preise für unsere Milch um die 20 Cent, die wir kriegen. Vielleicht mal ein paar Cent mehr. Aber das ist so das, wo es sich bewegt. Wenn man sich das mal vorstellt, 20 Cent für 1 Liter Milch. Dieses Geld reicht nicht mal, um meine Tiere zu füttern. Dieses Geld reicht nicht,
um meine Arbeit zu entlohnen, beziehungsweise Fremdarbeitskräfte fair zu entlohnen. Dieses Geld reicht nicht, um für Tierwohl zu sorgen. Und dieses Geld reicht auch nicht, um irgendwelche Investitionen zu tätigen, Reparaturen zu machen. Letztendlich reicht dieses Geld auch nicht, um meinen Tierarzt vernünftig zu bezahlen. Und das sind natürlich Sachen, die sich auch auf den Höfen auswirken. Und wenn wir hier mal so in die Runde gucken, haben wir gerade keinen Strukturwandel mehr, mit dem wir ja schon immer leben, sondern wir haben einen Strukturbruch. Man kann jetzt meinen, das trifft die sogenannten kleinen Betriebe, das ist in der Tat nicht so. Es trifft, wenn ich mich jetzt so gedanklich in diese neuen Bundesländer begebe, betrifft es auch große Betriebe. Betriebe, die jetzt nicht investiert haben und reine Familienbetriebe sind und auf ihren eigenen Lohn verzichten und vielleicht auch noch Ersparnisse haben, können sich vielleicht noch mal so über die Runden retten, aber das kann es eigentlich nicht sein. Wenn ich mehr als 8 Stunden am Tag arbeite, und das tue ich in der Regel als Bauer oder Bäuerin, dann muss ich auch so viel Geld verdienen, dass ich das, was meine Aufgaben sind, auch vernünftig hinkriegen kann. Was wir beobachten, ist einfach auch ein Ausbluten des ländlichen Raumes. Wenn ich so von den Dörfern spreche, kann ich eigentlich sagen, die Wertschöpfung auf dem Lande findet auf den Höfen statt. Und wenn da kein Geld mehr ist, dann bluten die Regionen aus. Und es ist zunehmend schwieriger, unsere Kinder auch in diesem Beruf, für diesen Beruf, begeistert sind sie oft, aber ihnen zu raten, doch die Höfe, die schon oft seit Generationen im Familienbesitz sind, weiter zu betreiben. Und wir sind jetzt ja in der Situation, dass die Politik, wenn auch sehr widerwillig, diese Krise auch anerkennen musste. Ebenso der Bauernverband und auch Genossenschaftsverband, die ja lange gesagt haben, der Markt wird es richten. Jetzt konnten sie nicht mehr anders und jetzt haben sie eben in dieses Krisenmodell eingewilligt, dass es eben für eine Reduzierung der Milch immer so in Quartalsgeschichten 14 Cent pro Liter Milch gibt. Das ist natürlich die Frage, ob das Ziel ist oder ob es die Bauern retten kann. Sicherlich ist jeder Cent, der auf den Höfen ankommt, hilfreich, aber meiner Ansicht nach müsste gleichzeitig auch in dem Moment, wo Bauern Geld kriegen zur Reduzierung, müsste auch die Produktion der anderen gedeckelt werden, weil so sehe ich einfach auch die Gefahr, dass es Steuergeld ist, was letztendlich auch verpufft. Wunderbar, herzlichen Dank schon mal für diesen ersten Überblick. Ich könnte mir vorstellen, jetzt so in der Runde hier ist vielen vermutlich auch die dramatische Situation in dem Bereich hier in Deutschland bestimmt auch schon an der einen oder anderen Stelle untergekommen. Ich würde deswegen gerne nach Westafrika weiterschauen, nach Burkina Faso und da eine Einschätzung bekommen, im Prinzip mit einer ähnlichen Frage. Frau Diallo, wie ist denn die Lage der Milchbäuerinnen und Milchbauern in Burkina Faso? Haben wir da möglicherweise eine ähnliche Situation wie die, die uns Frau Bösehardt hier gerade geschildert hat? Merci beaucoup. Et moi, je m'appelle Madame Diabine Diallo Mariam. Bon, je suis ni docteur ni professeur. Je suis qu'une simple productrice de lait au niveau donc du Burkina. Et je suis là au nom de l'Union nationale des mini-laiteries et petits producteurs de lait local. Et au niveau de l'Union nationale des mini-laiteries, je suis la secrétaire générale. Et je suis effectivement transformatrice de lait à 20 kilos et 160 kilomètres, 260 kilomètres de la capitale de Ouagadougou. Ja, einen schönen guten Abend und herzlichen Dank erst einmal für die Einladung hierher. Darf ich mich kurz vorstellen? Ich bin also Mariam Diallo Diaby, ich komme aus Burkina Faso. Ich bin eine einfache Milchviehhalterin und bin Generalsekretärin des Verbandes der Kleinmolkereien und Milcherzeugerinnen in Burkina Faso. Ich bin sozusagen selbst ein kleiner verarbeitender Betrieb und etwa 260 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Et
Donc pour répondre donc à la question, c'est que les produits laitiers importés d'Europe arrivent sur notre marché africain à des prix très 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 bas. Un quart du prix de production du lait local équivalent. Donc c'est pour dire qu'en fait, au niveau de notre transformation, le produit fini coûte 600 francs, le lait local. Par contre, le lait venant donc d'extérieur coûte 225 francs CFA. Donc vous voyez déjà la différence qu'il y a entre le prix importé au niveau de Burkina et notre lait local. Ja, was nun die Frage anbelangt, wie ist die Situation der Milchviehhalterinnen und Milchviehhalter in Burkina Faso? Wir haben auf jeden Fall eine starke Konkurrenz durch importierte Milchprodukte. Diese Milchprodukte werden zu einem sehr niedrigen Preis in unser Land importiert, in großer Zahl. Um Ihnen mal einen Überblick zu geben, wenn wir die lokale Milch verarbeiten, zu weiteren Milchprodukten, kostet der Liter 600 CFA Franc. Die importierten Milchprodukte hingegen, da beträgt der Preis nur 225 CFA Franc. Sie sehen also den Unterschied bei den Preisen zwischen unserer lokalen Milch und der importierten Milch. Aussi ces produits venant donc d'ailleurs sont présentés partout, même dans les endroits les plus reculés du Burkina. Donc on les trouve partout et c'est moins cher. Das Problem also dieser importierten Milchprodukte ist auch, dass sie flächendeckend wirklich auch im kleinsten Dorf zu finden sind und dass sie eben so günstig sind im Vergleich zu einer Mission. Donc force est de constater que les exploitations tirent la production locale. Pas. Si les entreprises locales ne sont pas compétitives, elles risquent donc d'être fermées. Und damit komme ich zum Problem der Wettbewerbsfähigkeit. Wenn unsere lokalen, sozusagen milchverarbeitenden Betriebe dieser Konkurrenz nicht standhalten können, dann gehen sie pleite. Elle étouffe notre économie et crée des conditions à l'immigration avec tous les problèmes qu'il y a. Cela expose les jeunes à des discours et pratiques fanatiques. Ça veut dire que si cela continue, nous risquons, nous, femmes, d'être des veuves. Or que nos maris sont vivants, parce qu'en fait, si ça tue la production, ça veut dire que les maris, les jeunes, tout le monde risque de venir vers l'Afrique, où ils vont dire qu'en fait, voilà là où il y a la facilité pour avoir l'argent. Parce qu'en fait, le lait compte beaucoup pour nous, les femmes. Et c'est ça. On n'a rien autre que le lait. Ja, für uns hängt sehr viel an der Milch. Die Milch ist für uns ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und ein Pfeiler unserer Wirtschaft. Wenn unsere Wirtschaft von den Bedingungen her so ist, dass bei uns niemand mehr davon leben kann, dann zieht das Kreise, dann hat das tiefgreifende soziale Auswirkungen. Migrationsbewegungen werden dadurch in Gang gesetzt. Und das ist also ein Grund, warum wir so an der Milch hängen und um jeden Preis auch diesen Sektor verteidigen und schützen wollen. Et vous parlant donc de l'Union nationale des mini-laiteries, nous sommes donc 84, plus de 80% sont des femmes qui sont donc dans l'Union nationale des mini-laiteries. Donc vous voyez, le lait c'est la femme d'abord, et c'est avec ce lait que la femme s'occupe de la famille, de la santé, de l'éducation, etc. Je vous remercie. Ja, und das ist auch so, dass dieser Milchsektor eine fast ausschließliche Frauendomäne ist. Also allein in unserem Verband sind 80% Frauenmitglieder. Also Milchangelegenheiten sind Frauenangelegenheiten in Burkina Faso, so wie sich die Frau auch um damit zusammenhängende Bereiche sehr stark kümmert, wie Erziehung, Gesundheit und Versorgung der Familie. Donc voilà en gros l'impact que le lait venant d'ailleurs fait donc au niveau donc de notre pays. Ja, das um auf die Frage zu antworten, wie sieht die Situation aus und was passiert mit der importierten Milch von außerhalb bei uns? Prima, ganz herzlichen Dank auch nochmal für den Einblick, wie die Situation sich bei Ihnen gestaltet. Jetzt wollen wir vielleicht mal noch ein bisschen den Blick so auf den Milchmarkt ganz allgemein halten. Und Herr Professor Krethe, Sie sind ja Experte im Milchmarkt sozusagen, beschäftigen sich schon seit vielen Jahren mit der Entwicklung. Und da würde die Frage an Sie gehen, wie ist denn da momentan die Situation und wie würden Sie von, ich sage jetzt mal von der wissenschaftlichen Seite aus betrachtet, auch nochmal die Auswirkungen, die die Situation in Deutschland hat, schildern? Ja, vielen Dank. Vielleicht sollten wir ganz kurz zurückschauen, wo wir herkommen in der Europäischen Union. In den 80er Jahren wurde eine Milchquote eingeführt, eine Mengenbegrenzung,
weil wir sehr stark in eine Exportsituation kamen, und zwar aufgrund der besonders hohen Preise. Die lagen also auf etwa dem doppelten, teilweise mehr des Weltmarktpreisniveaus. Und dann hat man das Ganze mit Exportsubventionen auf die Weltmärkte exportiert. Und das war einfach etwas, was teuer war für den Staatshaushalt in der EU und was natürlich auch viel Ärger verursacht bei Handelspartnern. Das war der Grund dafür, dann zumindest mal zu beschränken die Produktionsmenge mit einer Milchquote, um weiterhin hohe Preise zahlen zu können, ohne dass die großen Mengen dann auf den Weltmarkt raus müssen. Und jetzt haben wir eine Situation, wo die Milchquote abgeschafft wurde vor anderthalb Jahren und wo wir uns schrittweise in den letzten Jahren schon angepasst haben im inländischen Preisniveau auf das Weltmarktpreisniveau. Das hat am Anfang 2007, 2008, wer das erinnert, teilweise auch Jubel gegeben, auch bei Milchbauern. Da waren die Weltmarktpreise besonders hoch, da gab es eine starke Nachfrage aus China. Und dort konnte man also zum ersten Mal aus der Europäischen Union heraus Milchprodukte ohne Exportsubventionen auf dem Weltmarkt zu sehr guten Preisen verkaufen. Aber wie das so ist mit Weltmarktpreisen, die schwanken. Aus einer Vielzahl von Gründen schwanken die teilweise auch sehr stark. Und wir sind im Moment in einer Phase besonders niedriger Weltmarktpreise für Milch. Da gibt es eine Reihe von Gründen dafür. Das hat zu tun mit dem niedrigen Ölpreis, so dass klassische Abnahmeländer wie die Golfstaaten weniger als sonst importieren. Für Europa speziell hat es auch was zu tun mit dem Embargo für Lieferungen nach Russland. Es hat auch etwas zu tun mit einem zurückgegangenen Nachfrageanstieg in China. Und all das führt dann dazu, dass der Weltmarktpreis inzwischen niedrig ist. Und da hat natürlich auch dazu beigetragen, auf der Angebotsseite, dass die Hochpreisphase, die wir hatten, 2007 bis 2014, schon mit Schwankungen, aber insgesamt ein hohes Preisniveau, dass das dazu geführt hat, dass weltweit in Milchproduktion investiert wurde. Und das gibt natürlich eine gewisse Verzögerung, wenn man investiert, bis dann die Menge am Markt ist. Und jetzt haben wir eben diese größere Menge am Markt und gleichzeitig haben wir schlechte Nachfragebedingungen und das führt zu niedrigen Weltmarktpreisen. Dann haben wir nochmal eine ganz spezielle Situation in der Europäischen Union. Wir sind inzwischen zwar relativ stark in den Weltmarkt integriert mit unserem Milchsektor, aber immer noch gibt es auch, insbesondere auf der Importseite, Marktzutrittsbarrieren, Zölle. Und wir haben nun in der Europäischen Union die Situation, dass die Quote abgeschafft wurde und dass einige Länder die Produktion sehr stark ausgedehnt haben. Das ist allen voran Irland mit allein im letzten Jahr um 18%. Das sind die Niederlande mit 12%, Deutschland mit 4% und insgesamt auch im Durchschnitt der Europäischen Union eine Produktionssteigerung von 4%. Und das ist eine ganze Menge, wenn so eine Menge Milch in den Markt hineindrückt und auch das führt dann in der Europäischen Union eben zu besonders niedrigen Preisen. Das ist nicht so, dass wir das nie gehabt hätten. Auch 2009 hatten wir ähnlich niedrige Preise, aber jetzt haben wir eine besonders lange Phase auch schon, wo die Preise niedrig sind. Nun kann man diskutieren, das werden wir sicher tun heute Abend, was man politisch tun sollte. Ich meine, es ist wichtig, im Hinterkopf zu haben, dass diese starken Schwankungen bei Agrarpreisen auf dem Weltmarkt normal sind, und zwar so ziemlich für alle Produkte. Und dass es viele Sektoren gibt, auch in der Europäischen Union, die das schon seit Jahrzehnten kennen und sich eben daran gewöhnt haben und private Risikoabsicherungen mit unterschiedlichen Mechanismen betreiben. In guten Jahren legt man Geld zurück, in schlechten Jahren legt man Geld dazu. Für den Milchsektor bewegen wir uns jetzt natürlich in einer Übergangsphase, wo wir sehr, sehr stabile Preise hatten aufgrund der Quotenregelung und des Außenschutzes. Und jetzt mit einmal laufen wir in die starken Schwankungen herein. Da sind einfach viele Landwirte auch noch nicht entsprechend vorbereitet, um mit solchen Preisschwankungen agieren zu können. Ja, soweit vielleicht erstmal. Danke. Prima, herzlichen Dank. Ja, ich denke auch auf die Frage, werden wir wahrscheinlich noch zu sprechen kommen, was kann, was muss denn getan werden, auch an Rahmenbedingungen. Wenn wir über Rahmenbedingungen sprechen, klar geht natürlich der Blick auch immer schnell zu Politik und zu den Ministerien. Herr Dr. Deutschbein, ist natürlich, könnte man sagen, es wäre natürlich gut, hier würde auch ein Kollege, eine Kollegin aus dem BML, aus dem Landwirtschaftsministerium sitzen, aber nun erstmal der Blick nochmal in den Süden.
Wie geht denn das BMZ, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, damit um und wie fördern Sie insbesondere die kleinbäuerliche Landwirtschaft in Afrika, in Subsahara-Afrika, vielleicht jetzt gar nicht so sehr nur wirklich auf den Milchbereich fokussiert? Ja, vielen Dank. Ich würde sogar den Blick noch gerne etwas weiter weiten. Wenn wir das Thema des Kongresses sehen, Hunger, für mich als BMZ-Vertreter und aus einer entwicklungspolitischen Perspektive steht das Ziel, eine Welt ohne Hunger im Vordergrund. Da spielt Milch und Viehzucht eine Rolle, da spielen auch Exportmärkte eine Rolle, aber für uns aus einer Sicht des Südens, ich möchte das kurz nochmal skizzieren, wir haben 800 Millionen Menschen weltweit, die hungern, 1,2 Milliarden Menschen sind mangelernährt, wir haben eine steigende Weltbevölkerung und die Prognosen sagen, wir müssen um 60% unsere Produktion erhöhen, ohne die natürlichen Ressourcen auszubeuten, das im Rahmen unseres einen Planeten. Wir wollen diesen Ansatz angehen. Unter der deutschen G7-Präsidentschaft haben wir uns das Ziel gesetzt, 500 Millionen Menschen aus Hunger und Mangelernährung herauszuführen und das bis 2030. Das ist sehr ambitioniert. Und wie wollen wir das schaffen? Wir wollen das schaffen mit einer engen Einbindung aller Partner, insbesondere unserer afrikanischer Partner. Afrika ist Schwerpunktkontinent. Mit Regierungen, Universitäten, mit Unternehmen, komme ich dann auch noch mal gleich weiter dazu, mit deutschen Partnern, mit Forschungseinrichtungen, Verbänden und natürlich auch mit internationalen Partnern. Ich hatte G7 schon gesagt, die UN. Wir stellen da den Kleinbauern in den Mittelpunkt. Armut und Hunger sind eng verknüpft, gerade im ländlichen Raum. Wenn wir dieses Ziel erreichen wollen, müssen wir das im ländlichen Raum mit den Kleinbauern angehen. Und ich bin dankbar, dass Sie schon sagten, wir stellen Frauen und junge Menschen in den Mittelpunkt. Junge Menschen auch in Afrika wollen einen zukunftsfähigen Job im ländlichen Raum. Das, was sie vorfinden, ist für viele auch nicht attraktiv. Wir müssen also schauen, dass wir produktive, sozialgerechte und ressourcenschonende Sektoren aufbauen, die jungen Menschen, jungen Frauen eine Perspektive geben, im ländlichen Raum zu bleiben, zu produzieren. Dazu 6 grobe Handlungsfelder, wie wir das angehen wollen. Das eine ist, sagen wir mal, so ein entwicklungspolitischer Klassiker, Ernährungssicherung. Das ist so, sagen wir mal, so die Grundarbeit, die jeder von uns erwartet. Insbesondere Mütter und Kleinkinder zu versorgen, möchte da nicht weiter eingehen. Der zweite Punkt ist, Innovationen schaffen, wie wir diesen Bereich voranbringen. Komme ich zu Milch. Milch, Viehzucht ist an sich kein klassisches Thema der Entwicklungspolitik, wo wir mit großen Programmen und großen Volumina agieren. Aber wir haben das uns auch zum Ziel gesetzt, zum einen, um Mangelernährung auszugleichen, um bestimmte Stoffe, gerade für Kinder und so, in die Ernährungsketten einzubauen. Ich gebe mal ein Beispiel in Kenia. Da werden wir so einen Mustermolkereibetrieb aufbauen. Schwerpunkt ist auf Aus- und Weiterbildung, insbesondere für Kleinbauern. Und wir versuchen dann nun gerade auch moderne Techniken einzubringen, dass die Leute auch sagen, das ist was Spannendes, was hier passiert. Ich möchte hier in meinem ländlichen Raum bleiben, das ist was, was mir eine Perspektive gibt. Bauern bekommen über SMS Preisinformationen, Molkereien und sie kriegen auch Hinweise, wenn sie neu einsteigen, wie pflege ich meine Kuh, worauf muss ich achten. Das ist aber keine Einbahnstraße. Diese Daten werden dann von Kooperativen gesammelt, stärken also auch hier bäuerliche Selbstorganisation und die spiegeln die zurück an Universitäten und so ein College. Die werten die aus und geben doch auch wieder Hinweise, was insgesamt in dem Milchbereich verbessert werden kann, was aber auch die lokalen Behörden machen müssen, um diesen Bereich zu stärken, die Milchproduktion zu steuern. Der zweite Bereich, was können wir tun im Bereich Export, auch hier vom Süden aus gedacht. Wir helfen den Menschen über Biozertifizierung oder Global Gap, ist auch ein anderer Standard, zu schaffen, dass die Produkte über den lokalen Markt hinaus gehandelt werden können. Wir versuchen Krankheiten, so ein Stichwort ist Aflatoxin, so ein Schimmelpilz, zu bekämpfen, damit die Produkte auf die Märkte kommen können und die Menschen eben durch neue Märkte, Exportmärkte, nachhaltige und sichere Jobs bekommen. Das alles im Rahmen unseres Planeten, das heißt Ressourcen schützen, Stichwort hier sind Bodenfruchtbarkeit, Bewässerungsmaßnahmen, eben gute landwirtschaftliche Praxisen einzuführen. Ich möchte mal nur ein Schlagwort jetzt im Bereich Reis geben. Eben nicht den Reis einfach so aussehen, sondern erstmal die Pflanze anzüchten und dann die angezüchtete Pflanze einsetzen mit einer intelligenten Bewässerung. Das ist für viele nichts Neues, aber im konkreten Land was Neues, schafft neue Jobs, schafft viel höhere Erträge und hilft eben mit einer ressourcenschonenden Art und Weise Ernährung zu sichern, Hunger zu bekämpfen. Ja, ich möchte es gerne an der Stelle belassen.
Okay, vielen Dank schon mal für den Einblick. Kommen bestimmt nachher auch nochmal auf das eine oder andere zu sprechen, könnte ich mir vorstellen. Will aber einmal noch mal ganz kurz jetzt so auch ein bisschen den Blick darauf richten, was im Süden denn so allgemein noch durch den Welthandel ein Stück weit und auch so ein bisschen diesen Drang zu exportieren aus Deutschland passiert. Dr. Seitz, Brot für die Welt, EED, arbeitet ja sehr viel mit Partnerorganisationen im Süden, beispielsweise in Afrika, zusammen. Deswegen bekommen Sie ja sehr hautnah auch mit, was das bedeutet, dieser Zusammenhang zwischen dem Agrarhandel in der EU und Afrika. Was heißt das für die kleinbäuerliche Landwirtschaft vor Ort, wenn wir jetzt mal wirklich den Markt, den Handel aus der Europäischen Union ein bisschen größer betrachten? Ich würde schon sagen, dass die Agrarexportoffensive, die die Europäische Union auch gegenüber afrikanischen Staaten fährt, die kleinbäuerliche Landwirtschaft im Süden in Afrika schädigt und die Ernährungssicherung gefährdet. Wir erfahren das an vielen Projekten, gerade wenn wir darum bemüht sind, kleinbäuerliche Strukturen zu stärken, ähnlich wie das BMZ ja auch will, wenn die handelspolitischen Rahmenbedingungen nicht stimmen und Märkte überschwemmt werden mit billigeren Importen aus Europa, haben die Kleinbauern im Grunde keine Chance, auf der Marktkonkurrenz zu bestehen. Das haben wir gerade auch im Milchsektor erfahren, zum Beispiel bei der Stärkung und der Einführung von Milchviehhaltung in Kamerun, wo dann im Grunde auch durch die Importe aus Europa die Märkte unterlaufen worden sind und auch eine genossenschaftlich aufgebaute Molkerei dann beispielsweise ihren Betrieb wieder einstellen musste, weil andere Molkereien mit billigerem Milchpulver aus Europa dann wiederum Joghurt und andere Dinge hergestellt haben. Also da gibt es genügend Beispiele, die zeigen, dass durch diese Exportoffensive Ernährungssouveränität in diesen Ländern unterminiert wird. Und es ist natürlich etwas paradox, dass ich jetzt hier von einer Organisation hier stehe, die den Namen Brot für die Welt trägt. Weil gerade Milchpulver ist jetzt nicht das Hauptproblem in Westafrika. Es geht noch viel mehr um die Getreideimporte, aber auch um Geflügelimporte, die das Hauptproblem sind für die Stärkung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft und deren Konkurrenzfähigkeit. Und wir legen natürlich keinen Wert darauf als Brot für die Welt, wenn es auch der Name so sagen mag, Brot oder gar Weizenbrot in den Süden zu exportieren, weil das genau natürlich der falsche Weg wäre. Und vielleicht ist es auch sinnvoll, daran zu erinnern, an dieser Stelle einen Tag für Erntedank, und hier in einer Kirche darf man das ja auch sagen, dass dieser Name rein metaphorisch zu verstehen ist, Brot für die Welt, nämlich im Sinne der Interpretation der Vater unser Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute, so hat es Martin Luther auch mal interpretiert, metaphorisch für alles steht, was der Mensch zum Leben braucht. Das ist in Westafrika, muss das nicht der Weizen sein, und der Weizen Import aus Europa hat vielmehr dort mit dafür gesorgt, dass Hirse und Sorghum, die eigentlich viel nährstoffreicher sind, weitgehend verdrängt worden sind, was auch ein riesiges Problem ist. Das ist alles eigentlich schon relativ lange bekannt, dass diese Exportoffensive, die für die Erzeuger im Süden ein riesiges Problem ist, dass sie nicht konkurrenzfähig sind. Ich will mal nur daran erinnern, ich habe vor 30 Jahren, ich wundere mich selbst, dass ich schon so alt bin, aber es ist tatsächlich jetzt gerade 30 Jahre her, ein Projekt koordiniert für die Buko Agrarkoordination, die in Hamburg sitzt, wo es zum ersten Mal darum ging, systematisch eine entwicklungspolitische Kritik der europäischen Agrarpolitik zu beschreiben. Das Buch erschien unter dem Titel Wer Hunger pflanzt und Überschuss erntet, wo wir das damals analysiert haben. Und interessant ist, welche Konstellation gab es damals, Mitte der 80er Jahre. Plötzlich war Europa auf dem Weg, nicht nur der größte Nahrungsmittel- und Agrarimporteur der Welt zu sein, sondern zugleich auch der größte Exporteur auf dem Weltmarkt zu sein für Agrarprodukte, was wir auch heute noch sind. Wir sind sowohl größter Importeur als auch größter Exporteur, die eine bestimmte Integration des Agrobusiness in Europa, das in den Weltmarkt stattgefunden hat, ist in beiderlei Hinsicht, sowohl was den Bezug von Rohstoffen anbelangt, als auch den Export von gewissermaßen Veredelungsprodukten in den Süden, dann wiederum
Schäden erzeugt für die Ernährungssicherung in diesen Ländern. Und damals gab es dann das Grünbuch 1985 der Europäischen Kommission, damals noch EG-Kommission, Europäische Gemeinschaft, wo klar gesagt worden ist, um die Butterberge und die Milchseen, von denen man damals noch sprach, aber auch schon die Getreideberge, Rindfleischberge und Schweineberge gab es damals noch nicht in dieser Form, abzuarbeiten, brauchen wir eine Exportoffensive. Und wir hatten diese möglichen Implikationen dieser Exportoffensive analysiert und kamen zu dem Schluss, sie ist nicht nur schädlich für die bäuerlichen Strukturen in Europa, obwohl sie da eigentlich dafür gedacht war, den Markt zu entlasten und diese Strukturen zu stärken. Sie ist auch schädlich für die Ernährungssicherung im Süden und sie stärkt die Macht des internationalen Agrobusiness. Ich muss jetzt heute, 30 Jahre später, sagen, die Prognosen, die wir damals formuliert haben, sind nicht nur zugetroffen, sondern sie haben sich eigentlich sogar in mancherlei Hinsicht noch als schlimmer erwiesen, als wir das vorher gesehen haben. Trotzdem, trotz Versuches, durch eine Agrarexportoffensive bäuerliche Strukturen in Europa irgendwo zu halten, sind seitdem 550 landwirtschaftliche Betriebe in Europa Tag für Tag und bis heute untergegangen, jeden Tag aufs Neue. Und das Verrückte ist, dass in Mitte der 80er Jahre rund 30 Staaten der Welt waren damals noch Netto-Nahrungsmittelimporteure. In der Ernährungskrise 2007 waren es schon 110 Staaten, die abhängig waren vom Weltmarkt, weil sie diesem Versprechen erlegen sind, der Weltmarkt kann zu günstigen Preisen, und die gab es damals in den 80er Jahren, gibt es im Moment zum Teil auch wieder, kann ihnen die Ernährungssicherheit gewährleisten, wenn man vom Weltmarkt die Lebensmittel beziehen kann. Die Anreize für viele Staaten des Südens waren relativ gering, eine eigene Ernährungssouveränitätsstruktur aufzubauen, die kleinbäuerlichen Strukturen zu stärken. Es war billiger, vor allem auch für die wachsende städtische Bevölkerung, Nahrungsmittel vom Weltmarkt zu beziehen. Wir sind heute in der Situation, dass jetzt wiederum 10 Jahre später gerade mal, also es gibt 112 Entwicklungs- und Schwellenländer, die Netto-Importeure sind von Agrargütern und nur noch rund 24, die Netto-Exporteure sind. Also ein großer Teil der armen Länder ist heute darauf angewiesen, seine Ernährungssicherung über den Weltmarkt zu gewährleisten. Und da kommt genau das Problem, was Sie schildert mit der hohen Volatilität der Märkte, die gerade 2007 eben zum Vorschein trat, als die Preise extrem hoch waren und viele Staaten gar nicht mehr in der Lage waren, die Güter auf dem Weltmarkt, Weizen und Milch, ein anderes mehr zu erwerben. Es gab Hungeraufstände in vielen, vielen Staaten der Welt. Erst da ist die internationale Gemeinschaft, sind aber auch erst da viele Regierungen des Südens aufgewacht und haben gemerkt, so können wir eigentlich nicht weitermachen. Dass wir uns darauf verlassen, dass der Weltmarkt die Ernährungssicherheit gewährleistet. Und deshalb setzen wir sehr stark darauf, nach wie vor auch als Brot für die Welt, dass die eigenen Kapazitäten, die bäuerlichen Kapazitäten im Süden gestärkt werden. Und das muss auch gerade in landwirtschaftlichen Strukturen, die eben nicht konkurrenzfähig sind auf dem Weltmarkt, ein Stück weit mit Protektion einhergehen von kleinen bäuerlichen Strukturen gegenüber Importen, gegenüber denen sie nie konkurrenzfähig sein können. Auch deshalb nicht, weil selbst wenn die Exporterstattungen, die zeitweise mal bis zu 20 Milliarden Euro im Jahr betragen haben, heute nicht mehr genutzt werden, das Instrument ist nach wie vor erlaubt, aber es wird nicht mehr genutzt seit einigen Jahren, also kein bewusstes Dumping über Exportsubventionen stattfindet, ist es immer noch so, dass die Industriestaaten 360 Milliarden Euro für die Subventionierung der Landwirtschaft ausgeben, was ich zunächst mal gar nicht schlecht finde, was das hier landwirtschaftliche Betriebe auch im Norden gestärkt werden, aber was zur Folge hat, dass natürlich die bäuerlichen Produktionsstrukturen im Süden überhaupt damit nicht konkurrieren können und in ihre Märkte im eigenen Land verloren gehen. Deshalb würde ich auch wirklich sagen, diese Strategie, die jetzt im Moment auch wieder vom Bundeslandwirtschaftsministerium gefahren wird, Herr Minister Schmidt hat es beim letzten Exportgipfel nochmal ausdrücklich so formuliert, zur Lösung der Überschussproblematik in Europa müssen wir wieder strategische Exportoffensive fahren, um Märkte in anderen Ländern zu erobern. Das ist fatal für die Ernährungssicherung, insbesondere in Afrika. Ja, vielen Dank, Klaus Seitz, für die Einschätzung. Frau Bösehardt hier, nun findet es ja aber trotzdem statt. Kolleginnen und Kollegen von Ihnen
steigen ja auch ein in die Exportoffensive. Was sagen Sie denn zu Ihren Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie im Prinzip diesen Rettungsanker, den Sie da so ahnen, glauben zu sehen, ergreifen? Naja, das ging ja einher mit dem Quotenende und auch schon davor, dass es hieß, also die Weltmärkte sind offen, der Export funktioniert, eben wurde ja auch schon China und Russland angesprochen. Und sowohl die Politik als auch die landwirtschaftliche Beratung, zum Beispiel des Bauernverbandes, hat auch die Bauern dahin beraten, jetzt zu investieren in Stallbauten und eben auch zu expandieren. Das muss man schon sagen, das haben die Bauern selbst gemacht, letztendlich haben sie es selbst unterschrieben. Mit dem Wissen aber auch oder mit der mit dem Gedanken, dass es auch eine Weiterentwicklung geben muss, haben sie sich auch dahin verleiten lassen. So, nun haben wir das Dilemma. Aber die Sache ist ja die, wir sollen ja am Markt agieren. Das ist auch in Ordnung, sind wir Bauern auch bereit zu. Aber jeder Markt braucht auch Regeln. Und das ist eigentlich das, was wir einfordern. Wenn jetzt die Richtung einfach falsch gelaufen ist, dass wir jetzt in der Situation sind, was auch immer, woher es auch immer kommt, ob jetzt Russland und China weniger abnehmen oder wie auch immer, muss ich als Marktpartner in der Lage sein, darauf zu reagieren. Aber dadurch, dass ich eben nicht alleine am Milchmarkt agiere, sondern mit einigen tausend europaweit zusammen, brauchen wir europäische Regeln, dass wir in dem Fall, wo die Preise nicht mehr stimmen, was ja letztendlich ein Anzeichen davon ist, dass Angebot und Nachfrage nicht mehr im Einklang sind. Da muss ich einfach Regeln haben, dass ich als Bauer oder als bäuerliche Organisation sage, so jetzt mal jeder Milchbauer europaweit zum Beispiel 3% weniger. Wir reden hier nicht über 20%. Wir exportieren letztendlich aus der EU heraus 12% ungefähr an Milchprodukten. Davon sind 5 bis 6% auch mit Wertschöpfung. Das heißt, das sind hochwertige Produkte, zum Beispiel Schweizer Käse oder französischer Roquefort oder was auch immer. Und die zerstören keine Märkte. Märkte zerstören die restlichen 6%, die mit billigem Milchpulver in diese Länder des Südens zum Beispiel gedammt werden. Dann auch als Magermilchpulver zum Beispiel, dann auch mit Palmöl ein bisschen wieder aufgefettet werden. Und das ist einfach ein Verbrechen, was wir da machen. Und es wäre ein leichtes, jetzt die Bauern Europas dazu zu verpflichten, 3 bis 5% weniger zu produzieren für den Zeitraum, bis sich das wieder eingependelt hat. Ja, herzlichen Dank. Herr Krethe, direkt dazu. Zwei Punkte dazu. Ich würde davor warnen, Exporte jetzt grundsätzlich zu verteufeln, das alles sozusagen in einen Sack zu packen und sagen, Exporte sind schlecht. Wir müssen ja unterscheiden, wie die zustande gekommen sind. Und das, was Sie beschreiben, ist ja ganz richtig, was wir da in den 80er Jahren gemacht haben. 18 Milliarden Euro Exportsubvention, das muss man sich mal vorstellen. Also wir haben die Welt zugeworfen mit staatlichen Hilfen, mit unseren Produkten und diese Handelsströme wären sonst nie zustande gekommen. Heute haben wir diese Exportsubvention nicht mehr. Und auch ich halte das für unsinnig, dass unser Agrarkommissar durch die Welt tourt und überall darauf hinweist, wie wichtig es ist, dass wir mehr exportieren und andere Märkte erobern. Das macht er aber mit einem fürchterlich kleinen Budget, ja, nämlich mit ein paar hundert Millionen Marketingmaßnahmen. Aber die 18 Milliarden Euro Exportsubvention, die stecken da nicht mehr drin. Er sollte sich um anderes kümmern, nämlich um eine Reform unseres idiotischen Direktzahlungssystems und um eine Weiterentwicklung der zweiten Säule der Agrarpolitik, wo wir zielorientiert Tierschutz und Umweltschutz fördern. Das ist das, was eigentlich wichtig ist. Und diese ganzen Exportoffensiven sind im Großen und Ganzen Ablenkung von den Themen, die wirklich zählen. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass Exporte ja an sich nicht schlecht sind. Denken Sie mal zurück an die ganze Tank- oder Teller-Diskussion, die wir gehabt haben, wo wir uns vor 2007, 2008 eine Situation hatten, wo die Weltmarktpreise in die Höhe schossen und es in vielen Ländern Unruhen gab, einfach für arme Haushalte, die 50% ihres Einkommens ausgeben für Lebensmittel, nicht mehr in der Lage waren, die Lebensmittelpreise zu zahlen und ihre Grundnahrungsmittelbedarf nicht mehr decken konnten. Ja? Und es ist natürlich durchaus so, dass Europa ein Gunststandort ist, was klimatische Bedingungen angeht und dass man sich durchaus vorstellen kann, dass Europa auch im Bereich Milch ein Exporteur
bleiben wird für die in der Zukunft. Das ist bei anderen Bereichen anders. Im Bereich Tier, im Bereich intensive Rindermast, Schweinemast, da haut das nicht hin, weil wenn wir da das machen, was wir tun sollten im Bereich Tierschutz, dann sind wir nicht konkurrenzfähig auf dem Weltmarkt. Aber kurzum, ich halte es nicht für richtig, dass die Exporte grundsätzlich schlecht sind, wenn sie weitestgehend ohne politische Hilfen zustande kommen und einfach entsprechend von natürlichen Standortvorteilen, dann kann das eine gute Sache sein. Und auch in Entwicklungsländern gibt es Konsumenten, die profitieren von günstigen Nahrungsmittelpreisen. Vielen Dank. Klasse. Dadurch, dass das ein wenig auch an mich jetzt gerichtet war, würde ich sogar kurz erwidern, Sie hätten mich auch falsch verstanden. Ich sagte ja auch nicht, dass Exporte per se ein Problem sind. Wir treten ja auch, da kann man ruhig ein Wort von Bundesminister Müller nehmen, durchaus für fairen Handel ein, aber nicht unbedingt für freien Handel. Ja. Freier Handel, fairer Handel statt freier Handel. Wir sind auch als Brot für die Welt zusammen mit Misero, die auch Mitveranstalter hier sind, hat die GEPA mit aufgebaut als größtes Fairhandelshaus Europas, das unter ganz bestimmten Bedingungen Produkte aus dem Süden auch importiert, ob Kaffee, Tee oder andere Erzeugnisse. Das Entscheidende ist, es muss unter Fairnessbedingungen stattfinden. Und ich denke, dass eben in vielen Bereichen, dass das keine fairen Bedingungen sind, solange es wir uns leisten können, landwirtschaftliche Produktion auch innerhalb Europas in hohem Maß immer noch mit Steuergeldern zu finanzieren. Das können viele Staaten des Südens eben nicht. Es ist keine Waffengleichheit gewissermaßen in dieser Situation. Und gerade auch im Milchbereich, ich denke, ein positives Beispiel, Kenia hat 2002 begonnen, 60% Zölle auf Magermilchpulverimporte oder Milchimporte generell zu erheben. Das hat durchaus dazu beigetragen, dort eine im Aufbau befindliche Milchwirtschaft zu ermöglichen. Das muss ja nicht auf Dauer so sein, aber es gibt Phasen in der Entwicklung von Ökonomien und gerade natürlich auch im landwirtschaftlichen Bereich, in der das Sinn macht. Wir haben das auch viele Jahrzehnte lang für uns in Anspruch genommen, die Landwirtschaft im Sinne der Ernährungssicherung, es gibt ja nach wie vor ein Ernährungssicherungsstellungsgesetz auch hier in Europa, dadurch zu schützen, weil sie auch nicht konkurrenzfähig gewesen wäre, vor allem nicht in den Bergbauerngebieten, anderen marginalen Gebieten, nicht vernachlässigten Gebieten, aber marginalen Gebieten, macht es ja durchaus Sinn, in einer bestimmten Phase zum Aufbau einer stabilen Ernährungsversorgung solche Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Das ist meines Erachtens ein Gebot der Fairness. Es gehen die Mikrofone hier schon hoch, weil ich schon sehe, da möchte gleich weiter darauf erwidert werden. Aber ich möchte erstmal ganz kurz noch, ich komme gleich, Herr Deutschbein, zu Ihnen, Frau Diallo-Diaby, noch mal ganz kurz auch an der Stelle fragen. Ist ja jetzt gerade eine spannende Diskussion, Exporte nicht verteufeln, Exporte sind ja nicht per se schlecht. Sie haben ja tatsächlich die Situation, dass Sie die Importe haben, die Ihren Markt auch schädigen. Sie haben deutsche, Sie haben europäische Unternehmen, die auf Ihren Markt kommen, die direkt Molkereien, kleinen Molkereien auch sogar aufkaufen. Was sagen Sie denn zu diesem Thema? Exporte sind ja erstmal per se nicht schlecht. Merci. En fait, c'est comme j'ai eu à le dire. Le fait que le lait en poudre vient là-bas, là, ça tue notre marché, ça inonde notre marché, ça ne permet pas à nos, à nos producteurs de produire du lait pour vendre. Parce que vous savez, le lait qui vient en Afrique, chez nous, généralement au Burkina, la douane prend que 25% pour la douane. Très insuffisant. Et nous, nous voulons que ce taux puisse être augmenté à 35%. Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich noch mal was dazu sagen darf. In der Tat, bei uns ist der Markt sehr stark von diesen Exporten, sozusagen aus europäischer Sicht, aus unserer Sicht Importen betroffen. Vor allen Dingen das Milchpulver, das preiswerte Milchpulver, das tötet unseren Markt, beziehungsweise verhindert, dass sich überhaupt ein Milchsektor, ein lokaler oder nationaler, entwickeln kann. Und das hat unter anderem auch mit der Zollpolitik zu tun. Im Allgemeinen werden auf dieses Milchpulver nur 5% Zoll erhoben. Und das ist viel zu wenig, das ist unzureichend. Und wir verlangen eigentlich, dass dieser Prozentsatz auf 35% angehoben wird, um eben diese Schutzfunktion dann dadurch zu erreichen für unsere eigenen Produkte. Donc, pour continuer, en fait, pour que ce lait-là puisse être taxé cher, ça va nous permettre, nous aussi, de protéger notre marché
ça va encourager nos producteurs de produire plus. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui au Burkina, les producteurs qui sont là-bas, le lait qu'on va produire va couvrir tout le Burkina. Qu'on nous laisse, on va produire notre quantité comme peu là. Et le reste peut venir maintenant de l'extérieur. Ja, es ist so, dass wir also diese Maßnahme brauchen, um einfach unseren Markt zu schützen und um unsere Milchviehhalter zu motivieren, selber auch tätig zu werden. Man kann nicht sagen gegenwärtig, dass unsere Milchviehhalter in der Lage sind, den landesweiten Bedarf an Milchprodukten und an Milch abzudecken. Es sind nur sehr wenige Prozent, die wir gegenwärtig selbst sozusagen für die eigene Versorgung produzieren. Der Rest kommt eben von außen, aber das ist das Ziel, was wir haben, dass wir mehr für den Eigenbedarf auch produzieren. Parce que en fait les études ont montré que le Burkina importe plus d'un milliard et quelques de lait par an. Et or que si le lait en poudre est taxé, ces taxes peuvent être prises pour pouvoir être mis au niveau de la filière lait, pour développer en fait la filière lait. Et là, ça va permettre à nous les petits producteurs aussi d'évoluer. Ja, und mit einer solchen Besteuerung, einer höheren Besteuerung dieses Milchpulvers oder dieser Milchprodukte, man muss sich vorstellen, dass pro Jahr eine Milliarde Liter Milchäquivalent sozusagen bei uns ins Land kommen, und mit einer solchen Steuer oder mit einer erhöhten Zollabgabe könnte man sozusagen auch den Milchsektor bei uns entwickeln. Das ist ja eine Einnahme, die man dafür nutzen kann, um einen eigenen Milchsektor zu entwickeln und um die kleinen Produzenten, die Kleinmolkereien zu unterstützen und zu fördern. Et comme quelqu'un l'a dit tout de suite, c'est surtout le lait en poudre. C'est surtout le lait en poudre exporté. C'est ça qui nous pose beaucoup de problèmes. Ja, wie gesagt, vor allen Dingen das Milchpulver bereitet uns große Probleme. Prima, herzlichen Dank. Herr Krete, ich sehe Sie einen Moment, aber noch Herr Deutschmann hatte vorher beim Stichwort fairer Handel auch gleich schon zum Mikrofon gegriffen. Wenn wir das jetzt so hören, Herr Deutschmann, fairer Handel, BMZ, G7-Präsidentschaft, was wird denn da passieren, dass der faire Handel in der Tat so weit vorangetrieben werden kann, dass er fair sein kann und die Auswirkungen, die wir gerade gehört haben, auch zum Beispiel in Burkina Faso, erst gar nicht so schlimm ausfallen? G7 oder G20? Ich wollte noch mal auf einen Punkt anknüpfen, den Herr Seitz sagte. Für uns als Entwicklungspolitiker ist es die erste Herausforderung, Produktivität und Wertschöpfung vor Ort zu steigern. Das ist unser Hauptziel. Es geht darum, den Menschen vor Ort eine Lebensperspektive zu schaffen, nicht nur eine Überlebensperspektive. Das ist auch wichtig, weil oft ist immer noch das Bild, gibt dem was zu essen und alles ist gut. Das sind junge Menschen, die haben IT-Möglichkeiten, die sehen, wie wir leben, die wollen auch ein Leben, was interessant ist und spannend ist. Da gehören auch Exporte dazu. Also da bin ich ja ganz der Meinung. Das kann man jetzt nicht sagen, das können die alles in der Selbsterwirtschaftung ihr Leben so gestalten, dass die sagen, ja, das ist es, was ich mir so wünsche. Und ich kann mir auch bei Milch vorstellen, dass es zum Beispiel in der Kindernahrung oder so durchaus Produkte gibt, wo man sagt, da macht es Export Sinn. Aber eben nicht dieses Billigmilchpulver, eben nicht diese Hähnchenteile, die dann eben dreimal aufgetaut aus der Kühlkette dann in Ghana anlanden und dort den Hühnermarkt kaputt machen. Die Frage ist also, wie schaffe ich das, diese negativen Begleiterscheinungen rauszukriegen, also eben gerade diesen Mittelweg zu gehen. Wir haben ja bestimmte Instrumente, wir können ja sensible Sektoren schützen, das ist ja in den Freihandelsabkommen möglich. Also wie schaffe ich es, sozusagen den Menschen auch mit den Dingen, die wir aus unserer industrialisierten Welt dort sinnvollerweise auch exportieren, eine ordentliche Lebensperspektive zu geben, wo spannende Jobs rauskommen und spannende Leben, aber gleichzeitig eben nicht diese negativen Begleiterscheinungen kommen. Ich glaube, das ist eine spannende Frage, wo es nicht die eine klare Antwort gibt. Die ist es wirklich lohnenswert weiterzumachen. So, jetzt Ihre Frage. Wie schaffen wir gerechten, fairen Handel? Ich denke, da kann man von zwei Seiten anfangen. Das eine ist, kontinuierlich an diesen Freihandelsabkommen weiterzuarbeiten. Jetzt kommen welche zu Indonesien und zu Vietnam. Ich wirf mal ein ganz anderes Stichwort rein. Palmöl, Entwaldung, auch ein Riesenthema. Wir müssen also an dieser nachhaltigen Herstellung von Produkten drin sein und gucken, dass wir uns schrittweise von Nachhaltigkeitskapiteln, die nur unverbindlich Dinge, sage ich mal, artikulieren, hin zu WTO-konform Regelungen bewegen, die auch durchaus Anreize setzen, dass sich was ändert, dass die Produktion nachhaltig gestellt wird.
Der zweite Punkt ist, dass mein Ministerium jetzt auch in den letzten Jahren viel Arbeit und Energie reingesteckt hat, ist Konsumentenverhalten. Das fing an im Bereich Textil. Wir wollen das auch weiter in den Agrarbereich schaffen. Von der Banane, Kakao, Kaffee, Palmöl, Soja, Baumwolle. Und wir schaffen da gute Fortschritte. Wir schaffen da fairen Handel. Der Anteil nachhaltiger produzierten Kakaos ist jetzt schon bei fast 40% in wenigen Jahren gestiegen. Und die Prognosen zeigen uns, dass wir wirklich 100% schaffen können. Wirklich nur fairen Kakao bei uns im Handel haben können. Ich glaube, das sind ganz wichtige Dinge, wo dann auch die Gesellschaft als Ganzes nicht nachlassen sollte. Also eben nicht nur die Regierung, das ist jetzt auch nicht nur mein Ministerium, was da Verantwortung trägt, sondern auch wir als Konsumenten da dranbleiben und immer wieder weiter den Druck auf Handel und Produzenten hochhalten. So, Herr Krethe, noch ganz kurz dazu und Frau Böse-Hart hier und dann kommen wir auch mal zu Ihnen und euch und hören dann noch mal neue Aspekte, neue Fragen, neue Kommentare von Ihrer, eurer Seite. Herr Krethe, aber erstmal. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne noch mal an Frau Diallo rückfragen wollen, wie die Situation in Burkina Faso ist. Ich habe mir heute die Marktstatistiken angeguckt und da ist es so, dass etwa 85% von dem, was insgesamt an Milchprodukten konsumiert wird, etwa 85% davon wird in Burkina Faso produziert und etwa 15% wird importiert. Und das Pulver hat natürlich einen viel höheren Anteil. Aber wenn man das alles umrechnet in Milchäquivalente, gibt es also schon eine ganz bedeutende Milcherzeugung auch in Burkina Faso. Und wenn man auf die Konsumdaten schaut, dann sieht man erstmal, dass im Durchschnitt in Burkina Faso ungefähr 21 Kilogramm Milchäquivalent pro Kopf konsumiert werden. Bei uns sind das 255 Kilogramm Milchäquivalent pro Kopf pro Jahr. Also wir konsumieren grob gesagt 12-mal so viel. Dass so wenig konsumiert wird, hat viel zu tun mit dem Einkommensniveau. Das ist einfach ein relativ teures Lebensmittel, wenn man es mit pflanzlichem Öl und mit Getreide vergleicht und wahrscheinlich auch mit einem etwas höheren Preisniveau. Also Agrarpolitiker in Burkina Faso stehen vor der Herausforderung, eigentlich sowohl an die Konsumenten zu denken und zu sagen, wir wollen gerne nicht allzu hohe Preise haben und gleichzeitig müssen sie an die Produzenten denken und sagen, wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, die es erlauben, den inländischen Sektor zu entwickeln. Und da würde mich interessieren, was denn noch wichtig wäre in Burkina Faso, außer einem Zoll. Den Zoll kann ich gut nachvollziehen. Das ist auch ein Paradigmenwechsel, muss man, glaube ich, sagen. Wir kommen ja aus einer Periode, wo man gesagt hat, Liberalisierung macht alles gut. Zumindest war das etwas, was viel in der politischen Diskussion so war. Wo wir heute sagen müssen, nein, das ist nicht der Fall. Viele Probleme der Welt erschlägt man eben nicht mit Liberalisierung, sondern man muss gute inländische Politiken machen. Und manchmal braucht man Importschutz, um diese inländischen Politiken abzusichern gegen starke Weltmarktpreisschwankungen. Das kann ich nachvollziehen. Aufpassen muss man, dass man die Konsumenten nicht zu sehr belastet durch die hohen Preise. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch vieles andere gibt, was Agrarpolitiker in Burkina Faso tun müssten, um die Entwicklung des Milchsektors voranzutreiben. Und nur dann ist ein Zoll eigentlich sinnvoll. Da würde mich interessieren, wie Sie das einschätzen. Merci. En fait, moi, ma proposition par rapport à cette question, c'est que en fait, le lait importé est de 80, si je ne me trompe pas, 80% qui vient de l'Europe. Ça veut dire que la production locale est autour de 20%. Et que ça soit l'inverse, en fait. Qu'on puisse taxer davantage la douane, plus de 5%. Tout de suite, quelqu'un disait qu'au Kenya, c'est autour de 60% la douane. Et qu'on puisse taxer au niveau du Burkina également jusqu'à 35%. Et ces montants, l'argent taxé au niveau donc de la douane, que cet argent puisse être prélevé et maintenant développé par la filière locale au Burkina Faso. Sinon, le Burkina aussi a des potentialités. Nous pouvons produire et nourrir notre population. Et même si le lait va venir d'Europe, ça sera en tout cas des petites quantités de lait. Et là, le marché local, que le marché local donc soit pris par nous, les Burkinabés. Merci. Ja, ich hab ja vorhin schon einen konkreten Vorschlag zur Verbesserung der Situation gemacht, nämlich, dass man die Zollabgaben anhebt über 5%. Aber die Zahlen, die Sie dargestellt haben, das Verhältnis von importierter Milch aus Europa und eigenproduzierter Milch ist genau umgekehrt.
Es sind nämlich 80% ungefähr, die aus der EU importiert werden bei uns, und nur 20% der konsumierten Milchprodukte werden bei uns im eigenen Land produziert. Und das hat auch unter anderem mit diesen Zollabgaben zu tun. Kenia ist ja vorangeschritten sozusagen mit der Anhebung auf 60% und wir fordern 35%, um das Geld als Einnahmequelle dann auch zu nutzen, um die Branche bei uns zu entwickeln, um den Milchsektor bei uns im eigenen Land zu entwickeln. Und natürlich wird es nie so sein, dass wir komplett auf Exporte oder Importe verzichten können. Aber der Anteil wird dann sicherlich zurückgehen und unser eigener Milchsektor wird dann einen größeren Teil unserer Bevölkerung mit Milchprodukten versorgen. Et parce que peut-être que je n'ai pas dit dans la présentation de l'Union, nous sommes au niveau de 48 mini-laiteries. Et les 48 mini-laiteries sont réparties donc au niveau donc du pays. À travers tout le pays se trouvent donc ces mini-laiteries. Et ces mini-laiteries actuellement ont une membership de 1800 membres. 1800 personnes qui sont membres donc de ces 48 mini-laiteries. Donc vous voyez, tous ceux qui sont derrière ces 1800 membres, ce n'est pas petit. Donc je pense qu'avec un petit d'aide, qu'on nous laisse un peu notre marché, nous pourrons en tout cas nourrir notre population avec notre loyer local. Ja, ich habe vorhin in der Kurzvorstellung meines Verbandes noch vergessen zu erwähnen, dass wir Kleinmolkereien vertreten. Unser Verband zählt 1800 Mitglieder und wir sind insgesamt 48 Kleinmolkereien, die sozusagen in allen Regionen des Landes vertreten sind. Und die möchten wir unterstützen mit unserer Arbeit, deren Interessen vertreten wir. Und wir wünschen uns einfach Unterstützung bzw. Zeit, dass wir einen eigenen Milchmarkt sozusagen entwickeln können und unsere Branche sozusagen für uns aufbauen. Et c'est 1800 personnes, 80% donc des femmes. Donc vous savez, une femme épanouie, ça veut dire que c'est toute la famille qui est épanouie. Ja, und von diesen 1800 Verbandsmitgliedern sind 80%, wie gesagt, Frauen. Wir sind also sehr frauenbetont. Prima, herzlichen Dank. Frau Böse-Hartier, Sie wollten vorhin auch nochmal unbedingt, gerade als es um das Thema Handel fair machen ging, nochmal was mit reinbringen. Ja, also wir haben jetzt ja oder hören jetzt ja, diese Exporte sind nicht unbedingt das Seligmachende und auch nicht unbedingt das absolut Hilfreiche, weder für Länder wie Burkina Faso und auch nicht für europäischen Bauern. Wir müssen uns auch mal überlegen, unter welchen Bedingungen produzieren wir denn diese Milch, die in den Export geht. Die wird produziert mit Futter, was wir auch teilweise importieren. Es wird produziert und zu einem Preis, der unsere Kosten nicht deckt. Ich denke, es wäre doch wesentlich sinnvoller, sich mal darauf zu besinnen, letztendlich für die europäischen Menschen unsere Milch zu produzieren, mit Futter, was wir hier selber herstellen, und auch mehr aufs Tierwohl zu achten. Das kann man dann auch, wenn die Preise vernünftig sind, haben wir auch die Möglichkeit, da auch mal wieder den Blick hinzurichten. Vor allen Dingen, wenn man jetzt so beobachtet, auch in der Gesellschaft beobachtet, dass da auch immer eine größere Aufgeschlossenheit herrscht und auch eine größere Wille in diese Richtung mit den Bauern mitzugehen. Und da muss doch einfach mal der Blick hingerichtet werden. Wenn man auch mal guckt, wer profitiert denn von den Exporten? Die Bauern mit Sicherheit nicht, weil Exporte funktionieren nur dann richtig gut, wenn der Milchpreis tief ist, wie jetzt zum Beispiel. Und das hilft weder uns noch den Bauern in den Ländern des Südens. Ja, so vielleicht erstmal eine erste Runde für den Moment hier vorne auf dem Podium. Ich kann mir vorstellen, was Sie gerade auch gesagt haben, Frau Böse-Hartier, ist etwas, was bestimmt im Open Space vorher auch schon ganz rege diskutiert wurde. Und da möchte ich Kollegin Joyce dann bitten, uns vielleicht so ein paar Stichworte aus dem Open Space jetzt mit reinzubringen. Als Anwältin des Open Space nochmal so vielleicht so ein paar Elemente, offene Fragen, die du entdeckt hast. Ja, genau. Erstmal möchte ich sagen, dass unglaublich viel in den Arbeitsgruppen besprochen wurde. Ich bin auch von Station zu Station gegangen und habe zugehört und ein bisschen Stimmung eingefangen. Und seht mir nach, dass nur einige Aspekte wahrscheinlich hier
benannt werden können und vielleicht nicht mal eine richtig konkrete Frage ans Podium bei rauskommt. Aber was auf jeden Fall zu spüren war, war, dass Sie, dass ihr alle ein relativ, also dass hier ein starkes Gespür für genau diese Themen ist, die ich verdichten möchte auf Rahmenbedingungen und Wertschöpfung. Viele Diskussionen ranken sich darum, wie kann es gelingen, dass Bauern von ihrer Arbeit leben können? Wie gelingt es, faire Preise, wahre Preise herzustellen? Nicht nur hier, sondern auch für die Bäuerinnen und Bauern weltweit. Und der andere Aspekt, der ziemlich klar wurde, war, wie machen wir denn das überhaupt? Wie schaffen wir sozusagen Rahmenbedingungen? Welche Instrumente gibt es? Und genau zu diesen zwei Themengebieten habe ich mir einfach ein paar Sachen aufgeschrieben, denn nichts für ungut, aber ich glaube, so aus meinem nicht ganz unwissenden Betrachten, war es mir teilweise noch ein bisschen unkonkret, was zum Beispiel direkte Maßnahmen angeht, wie wir zu so einem System kommen, das anders funktioniert als das jetzige, was anscheinend nicht so richtig gut funktioniert für die allermeisten Bäuerinnen und Bauern auf dieser Welt und auch für viele Menschen, die sich einfach ernähren wollen. Deshalb einfach mal ein paar Stichwörter zum ersten Punkt, was sich die Leute zum Thema Wertschöpfung für Gedanken gemacht haben. Und das denke ich, das gilt nicht nur national zu fragen. Das sind nur Stichwörter. Lokale Strukturen aufbauen, Spezialisierung, Fragezeichen oder Kooperation, Genossenschaften, Direktvermarktung fördern, Grundeinkommen für alle. Das wären so ein paar Stichwörter. Und zu dem Themenfeld, wie kann denn das gelingen, wurde wirklich kontrovers diskutiert. Und hier nur ein paar Stichworte dazu. Steuern auf Produkte, die nicht nachhaltig sind. WTO, FAC, multilaterale Verhandlungen, Ausrufezeichen. Kein Import von Produkten unter den eigenen Standards. Den Blick auf die Nutzungsrechte der Kleinen stärken. Lebensmittel sind keine Spekulationsobjekte oder sollten es nicht sein. Oder Landgrabbing verbieten. Und vielleicht eine Frage nochmal ans Podium, fühlen Sie sich alle angesprochen, welche Instrumente braucht es für Rahmenbedingungen, die Wertschöpfung vor Ort und fairen Handel ermöglichen? Vielleicht ein bisschen konkreter als bisher oder mehr als andeuten wäre schön, als Anwältin des Publikums beziehungsweise des Open Space. Herzlichen Dank, Joyce, für die Konkretisierung. Jetzt schaue ich doch mal, welches Mikrofon als erstes hochgeht. Herr Grete, Sie zucken schon. Legen Sie mal los. Ganz konkret, Rahmenbedingungen, Instrumente für die Wertschöpfung. Ja, gerne. Und da würde ich unterscheiden wirklich zwischen Entwicklungsländern und Ländern, die immer funktionierende inländische Steuersysteme haben und gut funktionierende Verwaltung. Denn häufig ist es für Entwicklungsländer eine nahezu die einzige Möglichkeit, Zollschutz zu betreiben. Einmal kann man das administrativ relativ leicht tun und außerdem bringt es auch noch Geld in die Staatskasse. Und vieles von dem, was wir hier tun, mit der direkten Honorierung von Leistungen, die die Landwirtschaft erbringt, im Rahmen von zum Beispiel Agrarumweltprogrammen, erfordert eben auch eine gut ausgebaute Administration. Und insofern würde ich erstmal sagen, diese ganze Idee, Zölle, temporäre Zölle für den Schutz eines im Aufbau befindlichen Sektors, das ist etwas, das kann ich mir in Entwicklungsländern gut vorstellen, dass man das macht. Da würde ich zum Beispiel für die Europäische Union sagen, da sehe ich keine Notwendigkeit, so etwas zu tun. Ich glaube, dass der eingeschlagene Weg richtig ist, zu sagen, die Marktpreisbildung geschieht am Markt und weitgehend ohne politische Intervention, so wie wir sie ja gehabt haben in der Vergangenheit. Und wir haben das alles gemacht, doppelten und dreifachen Weltmarktpreis. Und das führt auch nicht dazu, dass wir hier automatisch tierfreundlicher produzieren. Das führt auch nicht dazu, dass wir hier automatisch umweltfreundlicher produzieren. Wenn man die Preise hoch macht, ist der Effekt erstmal, dass mehr produziert wird, weil es sich mehr lohnt zu produzieren. Was wir, glaube ich, in Deutschland brauchen und vieles von dem, was Sie eben genannt hatten, aus dem Open Space fällt da rein, ist wirklich Möglichkeiten schaffen für Wertschöpfung im ländlichen Raum. Also so etwas wie lokale Vermarktungsnetze aufbauen, sehen, dass man Allianzen schafft zwischen Konsumenten, die sich interessieren für die
Produktion in ihrer Region und dafür dann auch bereit sind, etwas mehr zu zahlen. Das ist eine gute Sache. Und auch die transparente Kennzeichnung von besonders tierfreundlichen oder besonders umweltgerecht erzeugten Produkten ist eine gute Sache, weil sich dann Marktsegmente herausbilden können, wo ein höherer Preis gezahlt wird. Auch die staatliche Honorierung von solchen Leistungen halte ich für sinnvoll. Wenn wir jetzt auf den Strukturwandel in der Milchviehhaltung gucken, dann haben wir eine Situation, wo wir gerade reinlaufen in Bestandsgrößen oberhalb von 200, 300 Milchkühen. Das sind da Bestandsgrößen, wo wir keine Weidehaltung mehr machen können. Das geht irgendwann nicht mehr, weil die Laufwege zu lang werden. Das wollen wir aber gesellschaftlich, dass wir Kühe auf der Weide sehen. Zumindest kommt man bei Befragung eigentlich zu der Schlussfolgerung, dass das von vielen gewollt ist. Und da gäbe es jetzt die wunderbare Möglichkeit, Weidemilchprämien auszuloben, die das fördern würden. Und dann würde dort eine Nische entstehen, unter Umständen eine große Nische für Betriebe, die sagen, wir wollen nicht weitermachen in diesem 300, 400, 500, 600, 800 Kuhplätze, sondern wir bleiben irgendwo bei 100, 200 stehen. Da können wir noch eine gute Grünlandwirtschaft machen mit Weidegang und ein Teil unseres Einkommens kommt so aus einer Weidemilchprämie. Man könnte sich auch vorstellen, dass man honorieren würde, eine höhere Lebensleistung bei Kühen, sozusagen längere Lebensdauern, was ein guter Indikator ist dafür, wie es der Kuh in ihrem Leben gegangen ist. Also wir haben hier mit einer funktionierenden Administration, mit guten Vermarktungssystemen die Möglichkeit, Finanzierungsströme zu schaffen für Landwirtschaft, die sagen, nicht darin bestehen, einfach nur die Preise hochzumachen, was einfach eine wenig zielorientierte Politik wäre. Ich weiß nicht, ob wir die Mengenregulierungsdiskussion vertiefen wollen, mache ich jetzt mal noch nicht, können wir später noch. Ich glaube nicht daran, dass das funktioniert, sozusagen diese staatlich organisierte Mengenrücknahme, um dann das Preisniveau erhöhen zu können. Dankeschön. Klaus Seitz. Sie hatten jetzt vor allem über Maßnahmen hier in Europa oder in Deutschland auch gesprochen. Ich will nochmal einen Blick auf den Süden lenken. Was kann es dort bedeuten, Wertschöpfungsketten zu schaffen, zu stärken, die Agrarproduktion zu verbessern, das Einkommen der ländlichen Bevölkerung zu stärken? Das sind meines Erachtens mindestens drei Voraussetzungen erforderlich und drei Stellschrauben. Das eine ist zunächst mal, dass es natürlich auch in der Pflicht der nationalen Regierungen selbst liegt, im Süden mehr Geld für den ländlichen Raum auszugeben, als sie das in der Vergangenheit getan haben. Die AU-Staaten hat sich vor vielen Jahren schon mal dazu verpflichtet, mindestens 10% ihres Staatshaushaltes für die Förderung des ländlichen Raums auszugeben. Das haben sie in wenigsten Fällen eingehalten. Das schwankt immer zwischen 3% und 5%. Also es ist auch in den Staaten selbst wenig Aufmerksamkeit für die Situation der ländlichen Bevölkerung, der Bauern und Bäuerinnen bislang aufgewendet worden. Da muss mehr Aufmerksamkeit auch der Staaten sein, weil das Recht auf Nahrung, das menschenrechtlich festgeschrieben ist, ist vor allem eine Verpflichtung mal der Staaten, es auch dort selbst einzulösen. Also wir stärken deshalb auch unsere Partnerorganisation vielen Ländern Afrikas darin, dass sie dieses Recht gegenüber ihren Staaten einklagen, das Recht auf Nahrung, dass der Staat hier eine Gewährleistungspflicht hat, um auch wirklich Ernährungssicherung im ländlichen Raum sicherzustellen. Notwendig wird es aber dabei auch sein, dass die Produktivitätssteigerungen, die allenthalben gerade auch gefordert werden, auch angesichts des Bevölkerungswachstums, gerade auch in Afrika, natürlich auf agrarökologische Weise ermöglicht werden. Das heißt, möglichst wenig zugekaufte Inputs bedürfen, von Düngemitteln bis Pestiziden, die die Bauern nur abhängig machen würden, wiederum von anderen Importen und ohnehin die Bodenfruchtbarkeit gefährden. Also auch dort ist eine Umstellung des technologischen Weges für die Steigerung von Agrarproduktion in Richtung auf agrarökologische Verfahren dringend vonnöten. Notwendig ist es als zweites auch, dass die Staaten des Südens darin durchaus Unterstützung auch von uns erhalten, ja, weil das Reichtums-, das Wohlstandsungleichgewicht zwischen Nord und Süd nach wie vor so dramatisch ist. Man muss sich nur vorstellen, das Bruttoinlandsprodukt in Mali liegt gerade bei rund 360 US-Dollar pro Kopf. In Deutschland liegt es bei 45.000. Es ist auch klar, dass eine solche Kluft im Übrigen ja auch Migrationsbewegungen schürt. Aber wir stehen hier in der Pflicht, in einer zusammenwachsenden Weltgesellschaft diese Staaten auch darin zu unterstützen, ihre Lebensbedingungen verbessern zu können.
Und ich bin von daher vor dem Hintergrund auch dankbar durchaus, dass das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit in dem Bereich in den letzten Jahren auch umgedacht hat. Auch die deutsche Entwicklungszusammenarbeit hat den ländlichen Raum jahrzehntelang vernachlässigt. Auf dem internationalen Raum gab es kaum mehr Geld für ländliche Entwicklung und Ernährungssicherung. Das hat sich seit der Krise 2007, 2008 verbessert und im Moment werden ja seitens des BMZ rund 1,5 Milliarden pro Jahr nur für diesen Bereich eingesetzt, was wirklich eine deutliche Steigerung ist in den Vorjahren. Das ist wichtig. Aber das mir Wichtigste ist der dritte Punkt, nämlich eben doch auch die handelspolitischen Rahmenbedingungen, die es überhaupt ermöglichen können, dass eine Umgebung entsteht, in der eine solche Ernährungssicherungsstrategie für arme Länder möglich wird. Und da bin ich jetzt ein bisschen skeptisch, Herr Deutschbein, was Sie sagten, wir müssen hier nochmal ein paar faire Verträge mit jenen Ländern machen, mit jenen, diesen Ländern, diese bilateralen Vereinbarungen, die ja jetzt auch im Kontext der EPAs, gerade der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit vielen afrikanischen Staaten, heiß in der Diskussion sind, sind natürlich unter den Bedingungen Europa gegenüber einer Zahl kleiner, armer Länder, das sind die Machtverhältnisse, stimmen einfach in dieser Konstellation nicht. Die würden in multilateralen Verhandlungen im Dach der WTO eher funktionieren, auch dort sind sie nicht gewährleistet, als bei diesen bilateralen Verhandlungen jetzt auch mit den afrikanischen Staaten, wo man wirklich auch sagen muss, es war eine Zuckerbrot- und Peitsche-Politik, mit der man viele Staaten des Südens jetzt in Abhängigkeit mit reingezwungen hat. Die Mehrzahl unserer Partnerorganisationen in Afrika lehnt diese EPAs ab. Heute war ja quasi Ablauf der Frist, die die EU noch gesetzt hat und viele Staaten, die jetzt nicht unterschrieben haben, wie zum Beispiel Nigeria, dürfen ab heute oder werden vermutlich ab in den nächsten Tagen Strafzölle zahlen müssen, weil sie eben nicht zugestimmt haben, nicht unterschreiben werden. Und ich denke, dass eher, wenn es also um Lösungen geht, es darum gehen müsste, auch Rahmenbedingungen zu schaffen, die zum Beispiel den Süd-Süd-Handel fördern, was wir im Moment mit den EPAs völlig unterlaufen, weil die Wirtschaftsgemeinschaften, die es dort gab, alle zerbrechen. Es gibt jetzt mindestens 10 unterschiedliche Handelsregime, die den Handel innerhalb der afrikanischen Länder vollständig unterminieren. Und das ist kein gutes Rezept. Also es wäre wirklich sinnvoll, den innerafrikanischen Handel zu stärken durch eine EU-bezogene Freihandelszone. Wir haben im Moment eine Situation, dass in Afrika der Handel innerhalb des Kontinents gerade mal bei 17% beträgt. In der EU ist es mit der Stärkung der eigenen Wirtschaftsgemeinschaft über 3/4 des Handels, der innerhalb der EU abläuft. Das ist durchaus ein Modell auch für Afrika, das wir aber jetzt durch die EPAs im Moment auf längere Sicht verunmöglicht haben. Also deshalb bin ich da skeptisch, was jetzt diese hier ein Vertrag und dort ein Vertrag und da schaffen Freihandelszonen unter gewissen, wie Sie sagen, Fairnessbedingungen. Das halte ich nicht für den richtigen Weg. Stimme ich Ihnen zu, Herr Seitz. Eine multilaterale Lösung ist zu bevorzugen. Ich will jetzt gar nicht auf die Gründe eingehen, warum die WTO sich eben nicht angeboten hat, das über die WTO zu regeln, über die Schwierigkeiten, da eine richtige Entwicklungsrunde auch mal zeitnah abzuschließen und da auch substanzielle Fortschritte zu erzielen. Aber richtig, eine multilaterale Lösung ist immer besser als eine Sammlung von bilateralen Systemen, wo sich dann auch Vermachtungen schneller durchbringen und wo einfach auch die Landschaft dann zergliedert. Und ja, auch so eine AU-Handelszone, weite Handelszone, das wird ja auch in meinem Ministerium diskutiert. Also die Frage, wie schaffe ich das, diesen Süd-Süd-Handel zu fördern, ist ganz wichtig. Auch um diese Ownership, die Sie ja sprachen, zu erzeugen. Eben zu sagen, wir schaffen das Problem auch selber. Wir können uns da auch selber mit Ideen befruchten. Es gibt ja viele afrikanische Lösungen, die schon da sind und die man übernehmen kann. Also von meiner Seite Zustimmung. Ich habe das Beispiel nur gebracht mit Indonesien nach vorne, weil das Thema war Nachhaltigkeit, dass ich sage, es gibt immer wieder neue Ansatzpunkte, wo man den fairen Handel konkret unterlegen kann. Eben in solchen Handelsabkommen, wie jetzt die EU mit Indonesien verhandelt, wo man sagt, wir geben uns nicht zufrieden, dass da ein paar nette Worte über Nachhaltigkeit drin sind, sondern wir gucken, wir gehen bis zur Grenze der WTO-Konformität und vielleicht drängen auch, jetzt mal nicht die ganz große Reform, aber drängen auch darauf hin, was die USA zum Beispiel machen, ne? Dinge wirklich an Fortschritt koppeln, nicht im Bevormunden, sondern im partnerschaftlichen Dialog zu sagen, wir wollen nachhaltige Palmölproduktion, wir gewähren dir Präferenzzölle, wir erwarten, dass wir da einen gemeinsamen Weg machen. Gibt es da Probleme, dann setzen wir uns zusammen hin, vereinbaren einen Zeitplan für 4 Jahre. Klappt das aber nicht, dann gibt es eben auch keine Präferenzzölle von unserer Seite. Es ist schon wichtig, wie das Zeug produziert wird, was zu uns kommt. Das wollte ich nur noch mal zum Ausdruck bringen, man kann fairen Handel auch konkret machen.
Das bringt mich auch auf die Frage, die kam, Steuern für Nicht-Nachhaltigkeit. Also das ist jetzt nicht das Beritt vom BMZ, aber ich würde es nochmal umdrehen und sagen, gib Nachhaltigkeit doch nochmal eine Chance und nicht der Nicht-Nachhaltigkeit. Wir sind bei Kakao auf einem guten Weg, 40%, das waren vor ein paar Jahren 7-8%, jetzt 40. Ich glaube, in 3 Jahren schaffen wir 70%. Wir schaffen es wirklich, wenn wir uns alle zusammensetzen, die Kakaoproduzenten vor Ort, die Händler und die großen Produzenten, 100% fairen Kakao bei uns in Deutschland zu erreichen. Ich fände das toll. Und die Frage ist nur, wie kann ich diese guten Beispiele voranbringen? Ich glaube, in Großbritannien gibt es 100% faire Banane im Supermarkt. Wir haben das noch nicht. Das muss auch gelingen. Also insofern, mal gucken, ob das rechtlich möglich ist mit einer Steuer auf Nicht-Nachhaltigkeit. Aber ich glaube, den Weg sollte man kraftvoll weiter bestreiten. Und ich sehe da Fortschritte. Dann nochmal das Thema Regierung, Verantwortung der Regierung, auch hier volle Zustimmung, Herr Seitz. Es wurde gesagt, ist es eher die lokale Struktur oder ist es vielleicht die zentralstaatliche Ebene? Ich glaube, da auf den lokalen Strukturen liegt noch ein großes ungenutztes Potenzial. Stichwort war Genossenschaften, bäuerliche Selbstorganisation. Ich glaube, da kann man viel Intelligentes auch noch zusammenbringen, was vielleicht noch ein bisschen vereinzelt ist. Also Stichwort Finanzierung, Stichwort Maschinenring, also ein Traktor oder ein großes, teure Investition zu teilen, dass das mehrere nutzen können und damit auch genossenschaftsbäuerliche Selbstorganisation stärken, über Skaleneffekte auch ein bisschen rüber hinauskommen, nur sozusagen vom Selbstversorger auch weiter Einkommen, Produktivität zu steuern und dann auch mal für eine Krise gewappnet zu sein. Also mein Petitum wäre, lokale Strukturen, Genossenschaften ist noch ein großes Potenzial, wo wir auch noch sehr kraftvoll dran sein sollten. So, jetzt möchte ich aber gerne mal noch auf jeden Fall zu Ihnen kommen und ist klar, dass natürlich sofort ganz viele Hände hochgehen. Joyce, da ist sie mit dem Mikrofon, wird jetzt gleich mal ein bisschen rumspringen. Wir kommen gleich noch mal zu Ihnen beiden auch, aber erst noch mal 1, 2, 3 Stimmen aus dem Publikum. Ich würde es gerne so machen, Punkt 1, die Bitte, stellen Sie sich ganz kurz vor, dass wir wissen, wer Sie sind. Punkt 2, ich möchte Sie natürlich bitten, sich möglichst kurz zu halten. Punkt 3, möglichst wenig eigenen Standpunkt darstellen, sondern mehr auch nochmal eine ganz konkrete Frage stellen. Und helfen Sie uns gleich und sagen Sie, an wen Sie Ihre Frage auf dem Podium richten. Und wir fangen mit Jürgen Mayer hier vorne an. Jürgen Mayer vom Forum Umwelt und Entwicklung. Ich habe eine Botschaft oder eine Frage an Herrn Deutschbein, weil mich doch etwas geärgert hat, dass Sie gesagt haben, es sei ja so schwierig und eine ganz spannende Frage, wie man die negativen Aspekte von handelsbezogenen Verzerrungen lokaler Märkte eigentlich in den Griff kriegt. Die EU hat gerade 15 Freihandelsabkommen in der Pipeline, viele davon mit Entwicklungsländern. Überall steht in den Verhandlungsmandaten drin, Öffnung der Agrarmärkte für europäische Agrarexporte. Also da weiß ich nicht, was daran so schwierig ist. Da kann man von einem CSU-Politiker, nämlich Ihrem Minister, erwarten, dass er mal das tut, was andere CSU-Politiker auch den lieben langen Tag tun, nämlich Frau Merkel und Herrn Gabriel öffentlich zu widersprechen und zu sagen, wir wollen diese Abkommen nicht. Und zwar rechtzeitig dann, wenn diese Verhandlungsmandate beschlossen werden. 300.000 Menschen haben vor 2 Wochen demonstriert in diesem Land, weil sie diese Freihandelspolitik nicht mehr wollen. Das kommt anscheinend in der Bundesregierung nicht an. Die CDU, CSU und die SPD sind mit Zähnen und Klauen entschlossen, diese Politik fortzusetzen. Und da erzählen Sie uns jetzt was von, da machen wir das alles ein bisschen nachhaltiger und ein bisschen mehr fairer Handel. Sie müssen diese Freihandelsabkommen stoppen, diese Agrarmarktöffnung, die in der Pipeline ist. Das ist die Frage. Ja, Kerstin Lange von Misere, das ist jetzt nicht abgesprochen. Ich wusste nicht, dass es in die ähnliche Richtung geht, aber ich wollte auch eine Anmerkung in Richtung BMZ machen. Die EPAs, die werden jetzt abgeschlossen und es ist dort so, dass die Zölle auf Milchpulver runtergehen auf 0%. Also die Forderung ist ja, die sollen angehoben werden auf 35%. Das ist das, was unsere Partner in Burkina Faso fordern. Null ist das, was jetzt diskutiert wird. Da sind wir absolut dagegen. Und der zweite Punkt ist, Sie sagten, dass BMZ interessiert sich auch für Milch. Das ist in Burkina Faso überhaupt nicht der Fall. Dort wird der Milchsektor komplett ignoriert vom BMZ und ist dort überhaupt nicht angesprochen. Dankeschön. Ja,
Fabian Blöchel, Landwirt aus der Lausitz. Vielleicht an Herrn Grete oder an Herrn Seitz. Herr Deutschbein? Deutschbein hat ja von dem Projekt aus Kenia berichtet, über die Stärkung des Handwerks der Landwirte in Kenia. Kann man nicht sowas auch in Deutschland einrichten? Denn durch die Monopolisierung der Milchverarbeitung und der Großkonzern ist ja praktisch auch das Handwerk und das Wissen unter dem Dach der Großen. Also ich finde, sowas könnte man noch in Deutschland vielleicht auch einrichten. Schau es vielleicht mal noch ganz nach hinten. Ja, hallo, Philipp Blechinger. Ich beschäftige mich eigentlich mit ländlicher Elektrifizierung, aber hatte heute das Glück, in dem Workshop Landgrabbing in Tansania zu sein und möchte da kurz diese Chance nutzen, die der Kongress bietet, weil wir haben dort die Frage gestellt bekommen, was würden wir denn an die Regierung in Deutschland fordern, aus den Erkenntnissen, die wir in diesem Kongress gewonnen haben, in diesem Workshop. Und jetzt sitzt ja live jemand auf dem Podium, Herr Deutschbein. Ich würde es gern an Sie transportieren. In Tansania wird der South African Growth Corridor of Tanzania entwickelt. Das ist ein Projekt, das laut offiziellem Sprech die kleinbäuerliche Landwirtschaft auch unterstützen soll, konnten aber heute erfahren, dass es eigentlich dazu dient, großbäuerliche Investitionen zu tätigen. Land, was schon bewirtschaftet wird, wird umgewandelt in große Farmen, die dann teilweise auch brach liegen. Und ich finde, das trifft es ganz gut, weil es von außen klingt es nach einem sehr guten Ziel, was in diesem Projekt formuliert wird, aber die Umsetzung geht genau in die falsche Richtung. Meine Frage wäre, haben Sie diese Projekte auf dem Schirm und wie sichern Sie, es ist nämlich unter anderem die GEZ auch als Implementierungspartner vor Ort, die zum Beispiel eine Farm mit Wasser versorgt, was der Effekt hat, dass ein Dorf kein Wasser mehr hat. Deswegen würde ich Sie gerne darauf hinweisen, die Miserio-Studie zu lesen, zu gucken, was dort passiert und das quasi die Worthülsen, die sagen, man will helfen, nicht umgewandelt werden in den Effekt, dass das Gegenteil bewirkt wird. Danke. Okay, Joyce, wir nehmen noch einen, wir nehmen noch ganz kurz Jochen und ich habe aber schon gesehen, es gibt noch mehr Stimmen, wenn wir es, Jochen hatte sich, glaube ich, gemeldet, oder nicht? Ansonsten, wir machen nachher nochmal eine zweite Runde, wenn das Podium denn verspricht, kurz und knapp und sehr, sehr eindrücklich auf die Fragen zu antworten. Jochen. Lieber Harald Grete, freier Markt ist in Ordnung, aber was ist das für ein Markt, den die Milchbauern haben? Die liefern ihre Milch ab, warten dann ein paar Tage oder Wochen, was denn die Molkerei ihnen bezahlt. Es sind ziemlich viele in Europa noch, die werden diese Menge nie gemeinsam organisieren können, und sie stehen gegenüber von einem Oligopol. Und das ist für mich kein freier Markt, wenn ich auch abliefern muss. Ich habe eine Ablieferungspflicht. Ich warte auf meinen Preis, den ich bezahlt werde. Die sind dazu verteufelt, so viel zu produzieren wie nur möglich. Und wir wollen kein Geld vom Staat haben für nichts. Wir wollen nur eine flexible Marktregelung haben, die es zulässt, die Menge in Europa zu produzieren, die auch gebraucht wird. Und dann können wir uns verabschieden von diesen paar Prozent Exporten, die den Weltmarkt nämlich bestimmen. Das sind nämlich keine, ich weiß, Sie werden es besser wissen, sind keine 10-15% weltweit. Die bestimmen in der ganzen Welt die Preise für die Bauern. Und wir schauen nur noch zu, wie überall auf der ganzen Welt die Höfe aufhören. Wir können diese Mengen regulieren und das ist kein Eingriff in den Markt, das ist eine Marktmaßnahme, die ist in Ordnung, da will keiner staatliche Gelder und ich weiß nicht, warum alle davor das nicht haben wollen. Punkt. So. Wunderbar. Erstmal herzlichen Dank für die Fragen und ich weiß, es gibt noch mehr Elemente. Herr Deutschmann, Sie sind natürlich jetzt am meisten angesprochen worden. Insofern haben Sie natürlich die Ehre des ersten Wortes. Ja. Ich versuche mal, mich durchzuhangeln. Erste Frage, Freihandel. Ich fange jetzt keine Frage an über den Sinn und Unsinn von Freihandel. Heute nicht Thema, auch nicht Thema meines Ministeriums.
Was ich aber doch bitte zu berücksichtigen ist, dass es in der Bundesregierung verschiedene Stimmen gibt, die sich für Verschiedenes stark machen. Und die Stimme des BMZ für fairen Handel und für kraftvolle Nachhaltigkeitsaspekte ist da und die wird sich auch in Zukunft noch verstärken. Lassen Sie es uns an der Stelle bitte dabei belassen. Frage Milch in Burkina Faso. Ich hatte gesagt, Milch ist ein Thema, aber das ist nichts, was wir als große Projekte machen. Es ist was Neues. Also wir machen es konkret in Tunesien, in Kenia und in Sambia. Wir machen es nicht in Burkina Faso. Und ich möchte es auch nicht in Detail gehen, aber wir haben uns auch mal aufgrund von der Kritik von Zivilgesellschaft und vielen anderen gesagt, wir konzentrieren uns in jedem Land auf genau drei Dinge. Wir verzetteln uns nicht, wir machen nicht überall alles und dann kommt nichts rum und überall ist dann nur so ein kleiner Betrieb gefördert. In Burkina Faso ist es einfach schlicht nicht dabei. Wir gucken uns natürlich in diesem Sondervorhaben grüne Innovationszentren, was auch in Burkina ist, immer diese Agrarprodukte an, die einen großen Effekt auf die Grundernährungssicherung haben, die aber auch Potenzial haben, in so eine Lieferketten zu kommen, um eben auch über eine Stärkung dieser Strukturen der gesamten Wertschöpfungskette Einkommen und Produktion zu erhöhen. Und das ist nicht in Stein gemeißelt. Also ich will gar nicht ausschließen, dass das auch nochmal das Thema Milch sein wird. Momentan sind wir in Burkina bei Maniok, Sesam, Reis und haben da auch das Ziel, Boden wieder herzustellen. Da schaffen wir über 6.000 Produzenten zu erreichen und mit diesen anderen Wertschöpfungsketten 12.000 Betriebe. Also momentan konzentrieren wir uns eben auf agrarische Rohstoffe. In Kenia, vielen Dank, das nehme ich jetzt mal so unkommentiert hin, weil dafür kann ich nicht sprechen, was in Deutschland passiert. Und auch in Tansania, vielen Dank für den Hinweis. Das ist für uns natürlich enorm wichtig. Ich kenne das Vorhaben nicht. Ich nehme das auch gerne mit nach Hause. Wenn das so ist, wie Sie sind und da auch Hinweise gibt, geben wir denen gerne nach. Ich selber habe mal ein Vorhaben betreut, das war mal in Sierra Leone, ein wunderbares Vorhaben, um eine große Agrarinvestition zu schaffen und die ist gründlich daneben gegangen, wie man später ist. Und das sind einfach Lerneffekte, die man im Einzelnen machen muss, leider, weil manches entwickelt sich. Aber wenn man Hinweise hat im laufenden Prozess, ist das immer enorm wichtig und da danke ich ganz herzlich dafür. Herr Krethe, Sie sind direkt angesprochen worden, Widerspruch, Sie hatten vorher gesagt, Marktreduzierung funktioniert nicht, Deckelung funktioniert nicht. Was sagen Sie? Ja, das, was du dann flexiblen Markt nennst, das wäre ja sowas wie ein Kartell. Nehmen wir mal an, die europäischen Milcherzeuger würden gemeinsam ein Kartell bilden, so wie die OPEC, und sagen, wir halten jetzt mal die Fördermenge, die Milchmenge klein, um die Preise hochzukriegen. Das sehe ich nicht, dass das funktionieren würde, weil die einheitliche Meinung bei den Produzenten überhaupt nicht da ist, so etwas tun zu wollen. Und wenn das nur Gruppen sind, dann kriegt man den Preis nicht hoch. Das haben wir gesehen beim deutschen Milchstreik. Dann kommt letztendlich aus dem umliegenden europäischen Ausland Ware rein. Also rein privatwirtschaftlich, neben dem Problem, die man wahrscheinlich mit dem Kartellamt bekäme, sehe ich nicht, dass das funktioniert. Also müsste man staatlich machen. Und staatlich kriegt man es wiederum keinesfalls ohne Subvention hin. Denn wenn man staatlich sagt, bitte produziert doch weniger, ja, entweder muss man zurück zur Quote, die wir hatten, oder man muss sagen, man bietet einen Anreiz, so wie das jetzt getan wird, um Produktion zurückzufahren. Und dann kostet das Geld. Das kann man jetzt machen mit 50 oder 100 oder 150 Millionen. Das sind aber Tropfen auf den heißen Stein. Wenn man in Deutschland mal durchrechnet, wenn mir 10 Cent am Milchpreis fehlen in Niedrigpreisphasen, dann sind das 3 Milliarden Euro im Jahr. Das ist eine Menge Geld. Das sehe ich nicht, dass man das staatlich kompensiert. Ich denke, das Geld ist besser ausgegeben für die Honorierung von Tierschutz- und Umweltschutzleistungen. Da kann man es auch gut gebrauchen. Wenn man jetzt so etwas macht wie so eine staatlich verordnete Mengenrücknahme, hat man eine ganze Menge Probleme dabei. Also in einer Niedrigpreisphase sagt man jetzt, wir ziehen so das Preisniveau hoch. Das macht das Europäische Union, macht die Europäische Union für Importe attraktiver, die dann verstärkt reinkommen. Das macht es schwieriger, um zu exportieren, sodass es auf der Exportseite fehlt. Es senkt den Konsum auch etwas, wenn der Preis höher ist. Man hat also alle möglichen Anpassungsmechanismen daran. Und außerdem muss man sich noch fragen, welche Landwirte nehmen da das Geld in Anspruch? Das sind natürlich diejenigen, die nur ganz geringe Fixkosten haben und hohe variable Kosten. Das sind also die Betriebe, die Sie vorhin beschrieben haben, Familienbetriebe, die sehr lange nicht investiert haben. Die können sagen, okay,
dann nehmen wir jetzt diese Zahlung in Anspruch. Aber diejenigen, die investiert haben, die deswegen hohe Fixkosten haben, die können sich das nicht leisten, nicht zu produzieren. Und die werden in so einer Situation bestraft. Es gäbe übrigens auch bei dem höheren Preis den Anreiz, mehr zu produzieren. Also ist eigentlich kaum denkbar, um es nur zu machen mit einer Honorierung der weniger Produktion, sondern müsste gleichzeitig noch sanktionieren, diejenigen, die mehr zu produzieren. Und auch damit würde man wiederum die Betriebe bestrafen, die gerade investiert haben, weil die es sich eben gar nicht leisten können, nicht sozusagen das zu tun, was sie betriebswirtschaftlich geplant haben. Also kurzum, ich halte das staatliche System für wenig wirksam und nicht machbar. Und wie das sozusagen privatwirtschaftlich unter den Bauern Europas geregelt werden soll, sehe ich auch nicht. Danke. Da hat Frau Böse-Harty wahrscheinlich einen anderen Blick darauf. Ja, etwas schon, muss ich wohl schon so sagen. Nein, wir müssen uns einmal mal vor Augen führen, was es jetzt gekostet hat. Wir haben durchweg 2 Jahre fast 20 Cent, die uns fehlen an einem vollkostendeckenden Milchpreis. Das sind etliche Milliarden, die die Bauern nicht eingenommen haben, die den Bauern fehlen, die letztendlich dem ländlichen Raum fehlen. Das ist ja Geld, was auch nicht wieder investiert worden ist. Das ist schon auch eine ganz schöne Wirtschaftskraft, die uns da verloren gegangen ist. Wir reden auch nicht davon, von einer Quote, die wir wieder haben wollen. Wir reden einfach davon, dass wir in Brüssel haben wir diese sogenannte Monitoringstelle, die Marktbeobachtungsstelle, die ganz genau Preise vergleicht und guckt, was die Milch kostet, was auch die Produktion der Milch kostet. So, und diese Stelle muss einfach mit Kompetenzen ausgestattet werden. Wir wollen keine feste Quote wieder, aber wir wollen ein Kriseninstrument. Wir wollen Rahmenbedingungen von der Politik. Dass wir in die Lage, europaweit in die Lage versetzt werden, zu sagen, so, jetzt mal jeder Bauer 2-3% weniger. Dass, wenn ich dadurch einen vernünftigen Milchpreis erhalte, ist es durchaus auch für jeden verkraftbar, auch wenn er neu investiert hat. Ist besser, ich produziere ein bisschen weniger, habe ich auch weniger Kosten und kriege dafür ein vernünftiges Milchgeld. Und diese Regularien müssen wir in die Hände der Bauern legen. Das ist ähnlich wie im Straßenverkehr. Da haben wir auch unsere Regeln, wie wir uns zu verhalten haben. Es sieht zwar jeder ein, dass er in der Fußgänger- oder in der 30er-Zone 30 fahren soll, aber wenn wir da keine Rahmenbedingungen hätten, sprich Strafen hätten, wird da auch manch einer durchbratzen. Und nicht mehr und nicht weniger erwarten wir von der Politik diese Rahmenbedingungen, dass wir den Markt in Krisenzeiten regeln können. Jetzt nicht dauerhaft, aber in dem Moment, wo der Preis nicht mehr kostendeckend ist, dass man sagt, die Menge runter, wenn der Markt Menge nachfragt, können wir durchaus sagen, jetzt mal wieder ein bisschen mehr. Jeder kann jetzt wieder mehr produzieren oder so viel, wie er will, bis es nicht mehr funktioniert. So, und was jetzt läuft, diese 14 Cent, wo vielleicht noch ein bisschen draufgesattelt wird, solange das nicht mit einer Deckelung für die anderen passiert, das sagten Sie ja eben auch schon ganz richtig, bin ich überzeugt, dass das nicht funktionieren kann. Denn das, was der eine reduziert, packt der andere wieder drauf. Eine Deckelung oder eine Bezahlung für Mengenrücknahme funktioniert nur dann, wenn die anderen zumindest gedeckelt sind und nicht aufsatteln können. Und das ist das, was wir von der Politik erwarten. Wir erwarten gar nicht, dass sie davon viel mit reinzahlen, sondern wir erwarten diese Rahmenbedingungen. Mal kurz aufgreifen, einen Impuls, den Herr Leching hier eingebracht hat, im Blick auf diesen Agrarkorridor in Tansania. Ähnliches gibt es ja auch in anderen Ländern, also auch finanziert im Rahmen der New Alliance, der G8, zum Beispiel auch in Mosambik, und die ja zusehends auch darauf zielen, hier jetzt wiederum Exportprodukte für den Norden anzubauen oder auch für China. Auch das gibt's, in diesem Fall gibt es ja auch zunehmend, dass China investiert, um seinen wachsenden Bedarf an agrarischen Rohstoffen und Nahrungsmitteln auch in Afrika zu decken. Das ist natürlich ein bisschen die Kehrseite dieser Integration unseres Agrarwirtschafts- und Ernährungsmodells in den Welthandel, was ich auch anfangs aufgezeigt hatte, also sowohl die in hohem Maße agrarische Ressourcen zu beziehen, als auch umgekehrt dann wiederum Überschussproduktion auf den Markt, auf den Weltmarkt zu bringen. Und was im Moment sich abzeichnet, ist, dass auch Non-Food
agrarische Rohstoffe immer größere Bedeutung gewinnen. Also gerade mit dem ganzen Landgrabbing, dass es Produkte sind, die zunächst mal gar nicht in erster Linie der unmittelbaren Nahrung dienen, sondern die entweder Futtermittel sind oder Bioethanolproduktion beispielsweise ermöglichen sollen. Gerade dieses Projekt, ich vermute, das meinten Sie vielleicht sogar in Sierra Leone von ADAX, über das gerade auch viel diskutiert wird, da waren wir jetzt sehr involviert und unsere Partnerorganisation vor Ort auch, ADAX, ein Schweizer Agrarkonzern, hatte die Idee oder hat es dann auch gemacht, große Landflächen in Sierra Leone zu pachten, um Bioethanol, also Zuckerrohr anzubauen und Bioethanol zu produzieren. Das hat sich dann nach einigen Jahren, diese eigentlich wahnwitzige Idee, Bioethanol eben für den europäischen Markt zu erzeugen, insofern etwas zerschlagen, weil der Ölpreis auch so niedrig ist. Ja, es rentiert sich im Moment nicht unbedingt so viel in Bioethanol zu investieren. Das ist im Moment nicht mehr so gefragt, kann sich bald auch wieder ändern nach den jüngsten OPEC-Beschlüssen. Aber E10 will ja im Moment bei uns auch niemand tanken. Also es ist nicht so der Markt da. Es gibt auch andere Faktoren, haben sie wieder zurückgezogen und jetzt eine Entwicklungsruine sondergleichen hinterlassen mit katastrophalen Folgen für die Bevölkerung dort. Es ist wirklich verbrannte Erde übrig geblieben von diesem wahnwitzigen Projekt, in das mindestens 6 internationale Entwicklungsbanken tüchtig Geld reingesteckt haben, unter anderem auch die Deutsche Entwicklungsgesellschaft, die DEG, die sich im Moment von jeder Mitverantwortung für dieses Projekt wegduckt und auch nicht bereit ist, in irgendeiner Form die Folgekosten für die örtliche Bevölkerung mit zu übernehmen. Also auch diese Seite muss man immer dran sehen, was bedeutet es jetzt, Agrarexportproduktion in diesen Ländern des Südens auch zu fördern. Und auch dem muss dringend irgendwo auch eine Grenze entgegengesetzt werden. Und vor allem wäre es Mindeste, dass auch die deutsche Entwicklungsbank dafür, die Deutsche Entwicklungsgesellschaft, auch dafür mit die Verantwortung übernimmt, wenn man eine solche Entwicklungsruine, die fatale Folgen für die Ernährungssicherung in der Region hat, hinterlässt. Wir springen natürlich gerade in den Themen so ein bisschen hin und her und ich fürchte natürlich, die Frage der Deckelung der Produktion beispielsweise werden wir jetzt heute Abend ganz sicher nicht mehr ausdiskutiert bekommen. Ich möchte nur noch mal ganz kurz, bevor ich dann noch mal eine ganz kurze Fragerunde noch mal öffne, Frau Diallo-Diaby fragen, weil ja der Punkt von Kerstin Lanier auch war, dass in Burkina Faso, das BMZ beispielsweise, wurde ja auch noch mal bestätigt jetzt, direkt auf dem Milchmarkt sozusagen nicht tätig ist. Was wären denn Forderungen von Ihrer Seite jetzt auch nochmal, wenn es um die europäische Entwicklungspolitik, die deutsche Entwicklungspolitik geht, an der Stelle stärker tätig zu werden? Was konkret würden Sie sich da wünschen? Merci. En fait, par rapport à ce débat tout de suite, j'ai compris que nous avons les mêmes problèmes. Les producteurs d'Allemagne comme les producteurs du Burkina. C'est les petits producteurs qui ont des problèmes, en fait. Ja, ganz herzlichen Dank. Also anhand der Fragen und Diskussionen, an denen ich jetzt hier teilgenommen habe und denen ich zugehört habe, habe ich vor allen Dingen eines verstanden. Die Deutschen und die deutschen Milchbauern haben die gleichen Probleme wie wir in Burkina Faso. Mais nous, nous en avons plus, parce que nous, nous sommes inondés. Ja, aber wir haben natürlich größere Probleme, weil wir einfach auch überschwemmt werden von diesen anderen Produkten. Et donc, en fait, au niveau du Burkina, nous avons fait des propositions également au niveau de notre ministère et également au niveau donc de l'Union européenne. Ja, wir haben uns natürlich dieser Problematik gewidmet und auch eigene Vorschläge erarbeitet, die wir sowohl unserer eigenen Regierung vorgelegt haben, als auch an die Europäische Union gerichtet haben. C'est en tout cas au niveau de l'Union européenne de restaurer donc la quota, donc la politique donc de quota laitier en Europe et enfin donc de relever le prix du lait en Europe et de protéger également donc nos marchés africains. C'est surtout la protection de nos marchés africains que nous demandons. Ja, und wir haben eine ganz konkrete Forderung an Europa, und zwar die Wiedereinführung der Milchquote, die in Europa für eine Begrenzung der Mengen, die dann dazu führt, dass unsere Märkte stärker geschützt werden. Et au niveau donc de notre ministère de tutelle, nous les avons demandé également de faciliter en tout cas les petits producteurs qui sont que nous sommes les mini laiteries à avoir l'accès donc au marché institutionnel, comme les cantines scolaires, les universités, les restaurants universitaires,
les internes, etc. Ja, und wir haben auch Forderungen und Vorschläge unserem eigenen zuständigen Ministerium unterbreitet, dass mehr für die kleinbäuerlichen Strukturen getan werden muss, indem man ihnen zum Beispiel Zugang zu den sogenannten institutionellen Märkten bei uns im Land gewährt. Das heißt, die Belieferung von Schulkantinen, von Universitätsmensen oder anderen öffentlichen Einrichtungen mit Milchprodukten. Et nous avons également demandé en tout cas à ce qu'ils consomment notre lait dans les cérémonies officielles au niveau donc des pauses café. Und wir haben auch den Vorschlag unterbreitet, dass man doch stärker auch die Milch sozusagen auch bei öffentlichen Anlässen, bei Empfängen oder in Veranstaltungspausen einfach stärker konsumieren sollte. Et nous avons demandé également qu'ils taxent davantage le lait en poudre importé pour soutenir donc nos petits producteurs. Parce que vu aujourd'hui ce que la douane prélève au niveau donc du lait en poudre, c'est très minime. 5%, c'est vraiment minime. Ja, und dann, wie gesagt, diese Forderung, die Zollabgabe von 5% weiter anzuheben auf das importierte Milchpulver, denn 5% sind wirklich einfach zu wenig. Et pour également nous aider donc à faire la compétition, c'est surtout nous avoir, nous aider à avoir l'accès donc aux moyens au niveau donc de la transformation. Vous savez que nous, au niveau de nos unités de transformation, c'est toujours des trucs locaux. Ja, et au niveau de la production également. Und damit wir dann im Wettbewerb bestehen können, auch in unserem eigenen Land mit den Produkten von außerhalb, brauchen wir auch Unterstützung bei der Transformation unserer Branche und bei der Produktion. Et nous avons également demandé à l'État de prendre en compte les petits producteurs et les unités de transformation dans les politiques et programmes du gouvernement. Und wir fordern eben von unserer Regierung und von unserem Ministerium, die kleinbäuerlichen Strukturen zu unterstützen und auch die Kleinmolkereien in, sozusagen in besondere Förderungsprogramme bei uns im Land aufzunehmen. Et nous avons également demandé à l'État de faciliter l'accès au crédit et à des taux acceptables aux transformateurs. Und wir fordern von unserem Staat eben Zugang auch zu technologischen Lösungen für die milchverarbeitenden Betriebe, damit einfach auch das bei uns im Land gestärkt werden kann. Et nous avons remis donc ce document officiellement au représentant donc du ministère des Ressources animales, qui était donc son conseiller technique, qui est venu donc à la cérémonie le représenter. Nous l'avons remis ce document officiellement. Ce que nous nous demandons, en tout cas, il faut que le lait en poudre soit taxé pour pouvoir que nous puissions protéger le marché. Sinon, ça va être très, très difficile pour nous. Ja, und diese ganzen Forderungen sind auch Teil eines offiziellen Papiers, das unserem zuständigen Ministerium offiziell übergeben wurde, das ein Vertreter auch entsandt hatte zu verschiedenen Veranstaltungen. Und unsere Hauptforderung an unsere Regierung und an unser Ministerium ist eben die Anhebung der Zollabgabe. Denn anderenfalls wird es für uns einfach schwer zu bestehen gegen die importierten Produkte. Prima, vielen Dank. Jetzt habe ich natürlich schon gesehen, gerunzelte Stirn, Wiedereinführung. Wiedereinführung der Milchquote. Das ist wahrscheinlich nochmal ein abendfüllendes Programm, in die Diskussion jetzt einzusteigen. Deswegen, ich schaue gar nicht in die Richtung gerade. Ich fände es zu schade, jetzt nicht doch nochmal ein, zwei, drei Stimmen aus dem Publikum gehört zu haben. Gleichwohl, ich bin mir über die Uhrzeit bewusst und ich weiß, ja, es ist spät und es ist eine undankbare Aufgabe zu versuchen, um 9 Uhr fertig zu sein. Aber ein paar Stimmen können wir noch einsammeln und dann schauen, ob es noch ganz kurze Reaktionen auf dem Podium dazu gibt. Und ich habe schon lange mit Nicken versprochen. Joyce, kannst du hier vorne einmal kurz das Mikro, sorry, ich gebe es hier einmal kurz durch, weil das war schon versprochen, dass das die nächste Stimme sein wird. Ja, vielen Dank, Reinhold Benning von German Watch. Ich würde gerne Ihre Meinung, Marion Diaby, einholen über die Frage der Zertifizierung, die Herr Deutschbein angesprochen hatte. Wenn wir uns erinnern, im letzten Jahr 2015 ist dem willkürlichen Umgang mit dem Begriff Nachhaltigkeit ein Ende gesetzt worden. In New York haben die Verhandlungen über die, über die Zielerreichung Agenda 2030, also die Beendigung von Hunger und Armut bis 2030, in der UN eine Charta von 17 Zielen hervorgebracht, die gesagt haben, auf diese Weise wollen wir nachhaltig Armut und Hunger beenden. Und für uns jetzt im Agrar- und Ernährungsbereich sind ganz besonders wichtig, denke ich, drei Forderungen. Das eine ist Verdoppelung der Produktivität, aber vor allen Dingen auch der Einkommen von Kleinbauern.
zum zweiten die Frauenförderung, zum dritten die Verbesserung der Böden, also quasi ein Verschlechterungsverbot, was auch ganz eng mit dem Klimaschutz zusammenhängt. Wenn wir uns jetzt die Zertifizierungen anschauen, die auf der Welt unterwegs sind, dann finden wir diese drei Ziele in aller Regel überhaupt nicht darin adressiert, weil etwa Supermarktkonzerne fordern Zertifizierung für ein ganz bestimmtes Handelsprodukt von ihren Lieferanten. Alles in allem haben wir bislang noch keinerlei Verankerung da drin. Insofern meine Frage an Marion, was müssen die Staaten insbesondere in Europa tun? Was können wir als NGOs dazu beitragen, um eine tatsächliche Nachhaltigkeit zu erreichen? So, danke schön. Ich bezweifle natürlich, dass das eine Antwort in Kürze wird sein können, aber trotzdem schon mal herzlichen Dank, Stig Tanzmann. Ja, mein Name ist Stig Tanzmann von Brot für die Welt. Ich habe zwei Fragen. Eine Frage noch mal an Herrn Deutschwein. Was verstehen Sie konkret unter fairem Handel? Das ist für mich entwicklungspolitisch ein stehender Begriff. Und ich kann nicht sehen, dass wir schon 40% Schokolade in den Supermärkten mit einem Fairtrade-Logo hätten. Wir haben da vielleicht UTC oder was auch immer, Rainbow, Rainforest Alliance, was auch immer. Das sind aber ganz eindeutig Standards, die deutlich unter dem fairen Handel, unter einer Flow-Zertifizierung liegen. Das halte ich, da möchte ich dann mehr Klarheit haben. Gleichzeitig ist für mich auch die Frage, ist der Kakaokonsum, den wir hier in Deutschland haben, ist der nachhaltig, ist der überhaupt langfristig so darstellbar oder muss man nicht eigentlich Wege finden, den Ländern auch ein gutes Einkommen zu bringen, ohne Kakao zu produzieren? Da sind wir dann wieder auch noch bei der, mit dem Fairhandel noch bei der Marktmacht. Das ist ein Thema, was mich sehr bewegt. Wie gehen Sie als BMZ in den Grünen Innovationszentrum zukünftig mit dem Bayer Monsanto Konzern um? Sie haben das ja auch angesprochen schon oder angekündigt. Sie arbeiten ja auch mit Konzernen zusammen bei den Grünen Innovationszentren. Bayer war da bis jetzt aktiv. Sie werden eine unglaubliche Marktmacht haben, wenn dieser Konzern zustande kommt. Wie schaffen Sie es, dass es da nicht zu unmöglichen oder sehr schwierigen Abhängigkeiten kommt? Das ist aber auch eine interessante Frage, von der ich eine Antwort von Herrn Grete haben würde. Wie stehen Sie als Agrarökonom dazu, dass wir in Zukunft, wenn alles so weiterläuft, drei Konzerne haben werden, die 30% des Saatgut- und Pestizidmarktes beherrschen? Was bedeutet das agrarökonomisch? Oder sollte man so etwas nicht auch verhindern, um überhaupt Wettbewerb noch haben zu können, einen Markt haben zu können? Sie sehen mich natürlich halbwegs verzweifelt. Das ist Ihnen schon klar, dass diese Fragen, die ich jetzt zugelassen habe, den Rahmen von, ich gucke auf die Uhr, gerade mal 3 Minuten noch ein wenig sprengen werden. Aber nein, Joyce, bitte gerade erstmal keine weitere Frage. Wie kurz können Sie denn ganz kurz 3 Worte dazu sagen? Also, es wäre natürlich schade, jetzt die interessanten Fragen einfach im Raum stehen zu lassen, zu sagen, kommen Sie in 2 Jahren wieder zum nächsten Kongress, dann wird es die Antworten geben, das können wir natürlich nicht bringen. Insofern würde ich aber trotz alledem darum bitten, jetzt eine ganz kurze Antwort noch zu geben. Und eine Frage war direkt an Sie gerichtet, Frau Diallo-Diaby, nämlich die Frage, ich wiederhole sie nicht, das würde den Rahmen erst recht springen, aber die Frage an, was können die Staaten, was können NGOs konkret dazu tun, dass die Nachhaltigkeit vorangebracht wird unter dem Stichwort der Zertifizierung, noch als eines der großen Schlagworte dabei. Bitte ganz kurz. Die Verzweiflung ist mir klar, vor allen Dingen mit dem Zusatz, bitte kurz zu antworten. Oh, wow. Da muss man verzweifeln. Wow. Wow. C'est très, très difficile, oui. C'est très difficile. Mais si vous me permettez, je vais donner donc au coordinateur qui va répondre à la question. Ja, das ist wirklich sehr, sehr schön. Comme nous sommes deux qui sommes venus du Burkina, je vais demander à mon collègue donc de répondre. Monsieur Milogo est dans la salle. Also es ist ja sehr schwer für mich zu antworten. Ich würde gerne meinem Kollegen und Mitreisenden René das Wort übergeben und die Beantwortung der Frage ihm überlassen. Wir sind ja zu zweit hier. Bon, oui, pardon, je suis là. René Milogo, donc collègue à Madame Diallo. Alors, la question, qu'est-ce que les États, les ONG peuvent faire
Tout à l'heure, Dr. Olaf, il parlait d'innovation. Donc, nous sommes société civile. On n'a pas beaucoup parlé de la société civile. Donc, les ONG allemandes et européennes travaillent beaucoup en Afrique et au Burkina Faso. Nous sommes aussi en collaboration. La première chose à faire, c'est de rappeler à nos États, à nos gouvernants, au niveau du Burkina, qui sont les premiers responsables de tout ça, c'est de leur rappeler leur rôle. Et les ONG allemandes, européennes, doivent travailler avec la société civile pour que les questions de gouvernance soient assez prises en compte au niveau de nos États. Donc, on parle de certification. Oui, c'est vrai, je suis dans la même attitude que ma collègue parce que nous ne sommes même pas à ce niveau-là. Nous sommes à un niveau de survie. Nous sommes à un niveau de survie parce que nos marchés sont inondés. On parle du lait, mais il y a aussi le poisson, il y a le sucre. Notre seule usine au Burkina Faso de sucre qui faisait la fierté de tout le Burkina. Burkina, ça veut dire fierté. Et notre seule usine est en train de fermer de sucre. Et on nous dit que l'Union européenne décide en 2017 de lever les quotas sur le sucre. Je parle un peu trop long, mais c'est pour dire que nous sommes dans la survie. Nous ne sommes même pas encore en train de réfléchir sur la certification. C'est assez grave. Merci. Ja, was können wir als Vertreter, was erwarten wir von den NGOs, von den Regierungen von Europa? Ich sehe das so ein bisschen wie meine Kollegin auch. Wir sind beim Thema Zertifizierung noch längst nicht so weit. Wir brauchen Kooperation. Kooperation, und da wende ich mich an Sie, auch vom BMZ. Und wir haben sehr starke Partner in Europa, in Deutschland, die NGOs. Und Sie sollten mit unserer Zivilbevölkerung verstärkt zusammenarbeiten und zuallererst auch erstmal unsere Regierungsverantwortlichen an ihre Aufgaben erinnern und daran erinnern, welche Rolle sie zu spielen haben. Dieser Druck würde uns helfen und dann eben auch die verstärkte Zusammenarbeit europäischer NGOs mit unserer Zivilbevölkerung, damit diese sich auch stärker Gehör verschaffen kann und stärker Druck auf unsere Regierungen ausüben kann. Das wäre also eine Erwartung, ein Wunsch, den wir sozusagen als Zivilgesellschaft, die wir ja hier vertreten, hätten an Europa und an ausländische NGOs. Und wie gesagt, beim Thema Zertifizierung, wir sind noch nicht in diesem Stadium. Wir sind einfach noch nicht so weit, dass wir uns mit diesen Themen beschäftigen, gedanklich. Unsere Märkte werden gegenwärtig überschwemmt und das betrifft nicht nur den Milchmarkt über das Milchpulver, das betrifft auch andere Dinge wie zum Beispiel den Zucker. Die Zuckerproduktion war einst der Stolz unseres Landes und nunmehr schließen unsere Zuckerfabriken und es wurde auch von der EU beschlossen, dass ab dem Jahr 2017 die Zuckerquoten aufgehoben werden. Also wir sind sozusagen eigentlich diesem Ganzen momentan ausgeliefert. So, ganz herzlichen Dank für die knappe Beantwortung der Frage. Herr Deutschbein, jetzt ist es an Ihnen ebenfalls sehr knapp zu antworten. Stichworte waren, wie definieren Sie eigentlich Fernhandel und Stichwort Bayer Monsanto? Genau. Zum Kakao. Das ist das Forum nachhaltiger Kakao. Ganz einfach, und um die Frage zu beantworten. Zur Frage, wo bewegen wir uns hin bei Nachhaltigkeit? Ich will jetzt nicht, was ist fairer Handel? Die Frage ist ausuferungslos. Ist jetzt Fairtrade der Standard oder nicht? Ich denke, es geht um Inhalte und da sind wir in Work in Progress. Beispiel Kakao. Wir hatten uns eine lange Zeit drauf eingerichtet, Kinderarbeit war ein Thema auf den Plantagen. Verstärkt kommt jetzt in den Fokus Entwaldung. Wie schaffe ich es eigentlich, dass in der Region nicht neuer Wald abgeholzt wird? Primärwald, Sekundärwald, andere Wälder. Schaffe ich das über einen Regionalansatz? Schaffe ich das über eine Zertifizierung? Muss ich gleich aufforsten? Die Fragen waren vorher in der Zertifizierung gar nicht so umfasst, kommen jetzt rein. Das kommt auch ein Stück weit aus der Palmöl-Diskussion. Das heißt, was den Standard eigentlich ausmacht, was dann das Faire dran ist und das Nachhaltige. Das ist für mich eine Sache, die wir immer weiter vorantreiben, wo ich auch noch nicht das Ende kenne, aber wo sukzessive Dinge reinkommen, um soziale und ökologische Belange so adäquat abzubilden, wie das dann eben auch der Stand der Diskussion ist. Also ich sehe das kein Ende. Bayer Monsanto, ganz einfache Antworten, Monsanto machen wir gar nichts. Und mit Bayer gibt es genau eine integrierte Entwicklungspartnerschaft in Indien
Und um da mal so die Größendimension auch dieser Diskussion zu verdeutlichen, ich hatte ja vorhin angefangen mit 2 Milliarden Menschen, Herr Seitz sagte netterweise, ich wollte mit Zahlen hier nicht hausieren gehen, wir setzen 1,5 Milliarden ein für das Thema. Das ist der größte Bereich des BMZ, ist massiv aufgewachsen, ne? Aber es werden sich natürlich immer die Sachen rausgepickt, wo man da gut kritisieren kann. Also wir machen in Indien mit 1400 Apfelproduzenten Weiterbildung, wie man die Produktivität erhöht, und die Grundgesamtheit sind 400.000. Ich sehe da keine marktbeherrschende Situation, auch kein Aufrollen des Marktes, sondern sehr gezielte Interventionen, um Dinge voranzubringen, wo wir auch lernen und wo andere auch lernen. Da sind auch indische Unternehmen dabei, das ist auch eine Universität dabei. Ich finde da gar nichts Anrüchiges. Und dazu gleich noch Herr Krethe, weil er auch angesprochen wurde, direkt darauf. Ja, ich kann das auch sehr kurz halten. Sie hatten ja gefragt, auch explizit, wie ich das als Ökonom beurteile, höchst problematisch. Denn alles das, was wir sagen, beschreiben, warum Märkte gut sind, warum der Preismechanismus richtig funktioniert, funktioniert eben bei starker Marktmacht gar nicht mehr automatisch und häufig eben gar nicht mehr. Also die Marktkonzentration im Bereich der Inputs der Landwirtschaft ist höchst problematisch und nimmt an der Stelle nochmal zu. Und das gilt aber auch für andere Bereiche. Denken Sie einfach an die Unternehmen der Geflügelzucht, wo wir auch inzwischen eine Konzentration haben, die einer Marktwirtschaft nicht gut tut. So, ich weiß, es gibt noch viele Fragen und viele Ideen, wie wir weiter diskutieren könnten, können wir heute tatsächlich nicht mehr machen. Insofern versuche ich jetzt auch gar nicht die Zusammenfassung unseres Talks, unserer Diskussion hier vorne noch zu machen. Ich denke, es ist auch die Einladung, natürlich morgen wieder da zu sein und weiter zu diskutieren oder natürlich jetzt auch noch weiter zu diskutieren. In dem Sinne erstmal herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie gekommen sind und sich bereit erklärt haben, hier vorne die Zeit mit uns zu verbringen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank.